Hallo Welt! Hallo. Hallo. Hallo Henning, hallo Lambert. Hallo Claudia. Hey, Claudia. Ihr müsst euch auch noch Hallo sagen. Ach so. Wo muss ich jetzt hin sagen? Da Nee, hin? andere Richtung, andere Richtung. Andere, ich bin immer falsch. Hi. Hi Lambert. Ja. Hi Henning. Nee, Gib mir fünf. du musst auch in die andere Richtung, Lambert. Ach so. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist, weil man sich Okay. in diesem Videochat durcheinander würfelt. Wir sind, genau, in unserem internen System sind wir andersrum als im Output. Ich zumindest bin andersrum. Ja. Das ist jetzt wieder vieldeutig. Willkommen zum Forschungsstrom, die dritte Ausgabe. Hallo. Ja, hallo aus dem Home Prost. Lab. Prost. Prost. Cheers. Hier seid ihr richtig, wenn ihr interessante neue Formate der Wissenschaftskommunikation kennenlernen wollt, während sie entstehen. Genau, es ist quasi ein Versuch, um nicht zu sagen, ein Selbstversuch, ein Selbstexperiment am lebenden Wissenschaftskommunikator und Kommunikatorin. Oder? Genau. Learning by doing am lebenden Objekt und so. Live. Ja, so. Genau. Und Claudia, ich habe gehört, wir sind jetzt berühmt. Ja, habe ich auch gehört. Wir werden jetzt Fame. Du. Und zwar mit Naseputzen werden wir berühmt. Du wurdest interviewt, habe ich gesehen. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also ich habe ein Interview dazu gegeben, was wir hier machen. Nach Folge 2 Großartig. schon. Wie soll das erst nach Folge 4 werden? Ja, wo war das? Im Jülicher Regionalanzeiger? Nein, auf dem Portal für Wissenschaftskommunikation. Dürener Zeitung heißt das. Eine Entschuldigung, ich bin mir, bin echt, das ist hier dieser. Ja, ich weiß gar nicht, ich hab den Link gerade gar nicht parat. Hat den jemand von euch gerade parat? Oh je, ja, den brauchen wir natürlich. Siehst du, Ja, genau, das ist ja hier fatal. den hab ich doch hier irgendwo. Nee, schon wieder vergessen, schon wieder verloren. Verdammt, wir sind völlig unvorbereitet. Wissenschaftskommunikation.de. Genau. Zack, Sehr schön. hier. So, kopiere ich mal hier rein in den Chat. Also, Nein. das ist wissenschaftskommunikation.de. Das ist ein Portal über Wissenschaftskommunikation. Und da habe ich so ein bisschen erzählt, was wir hier machen, wie wir drauf gekommen sind und Nach Folge 4 Einladung zu Lanz. Okay, wer macht den Lanz? Lambert, du oder? Ja, ich bin raus. Ich warte ja insbesondere auf die Schwelle, wo wir diese Merchandising-Materialien haben. Irgendwelche fluffligen kleinen Tiere mit großen Augen, wo dann Forschungsstrom draufsteht und so. Oh, ich Aber das möchte so kommt einen erst nach kleinen roten Lanz. Ball mit dem Logo drauf. So einen kleinen fluffigen. Oh. Okay. Aber irgendwie auch, Ja. ja. Apropos, ovnn.de schreibt gerade genau das, was ich euch eben vorgesungen habe. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Ich habe nämlich gerade erzählt, bevor wir hier live gegangen sind, dass ich einen Ohrwurm habe, der nicht mehr weggehen möchte. Muss ich das kennen? Woher kommt das? Wie, du kennst das nicht? Oh, jetzt habe ich mich geoutet, ne? Ja, So. das ist ein sehr bekannte Sequenz. Also das Video sollte man kennen. Warte mal, warte mal. Also die Bildungslücke kann man ja quasi nicht stehen lassen. Moment. Okay, ja, das Aber es ist. tut mir leid für alle, Klär mich auf. die jetzt aus Versehen. Gähnend sich Claudio, wenn zudrehen. du anfängst mit, es tut mir leid für alle, was ich jetzt gleich mache. Es tut mir sehr leid, aber es wird jetzt passieren. Also Moment. Ja. Von daher, wir werden es alle überleben, da bin ich mir Wobei ich merke ziemlich ja auch immer, manche Meme kenne ich einfach nur immer nur ohne Ton. Aber gut. Aber ihr könnt es jetzt leider nicht hören, ne? Das tut mir sehr leid für euch. Aber alle anderen können es hören. Und sag mal im Chat, ist es ganz schlimm? Kommt man das auch Ja, ich mach das wieder aus. Ja. Es ist, Achso, es es gab ist. gar nichts zu sehen. Ich warte hier die ganze Zeit darauf, dass Ach ich was du. sehen kann. Ach so, was zu sehen. Ja, ich kann auch das Video, aber es ist schon sehr hart. Naja, gut, es muss auch nicht. Ja. Gut, können wir in der Nachbereitung der Folge dann Klar, nochmal ich reiche das machen. nach. Hausaufgaben, also das ist genau. Also Seminar, Hausaufgaben für nächsten Termin. Krause und Lambert müssen nochmal nacharbeiten.
Und ich sehe hier im Chat beunruhigend klingende Meldungen über Probleme unseres Streams, dass es Aussetzer gibt, so alle 60 Sekunden, 2 Sekunden. Können wir irgendwas optimieren? Ist da irgendwas? Also bei mir wird konstant eine grüne Übertragungsrate bei OBS angezeigt. Ich weiß nicht, ob es an meiner Leitung oder vielleicht an Twitch liegen könnte. Sagen wir so, ich sehe das Problem hier auch nicht bei mir, aber das will nichts heißen. Ja, das will nichts heißen. Sagt nochmal Bescheid, wenn es wieder passiert, weil dann gucke ich genau dann nochmal auf die Anzeige. Aber es ist natürlich, wir sind ja alle im Homeoffice, wir machen ja alle alles digital, die Netze, das Netz ist überlastet. Ja, ich habe das bei mir auch gemerkt. Ich bin ja hier auf so einem Kabel-Internet und das ist eigentlich super, weil ich hier irgendwie 200 Mbit upstream und vor allem 12 hoch habe, womit ich irgendwie eigentlich bisher ganz zufrieden war. Aber jetzt diese Woche geht es echt in die Knie, weil man doch merkt, dass die Leute hinterm Verteilerkasten sich dann alle oder bis zum Verteilerkasten dieselbe Bandbreite teilen irgendwie. Ja, genau. Das ist wirklich vorher nie ein Problem gewesen hier mit Netz und Stabilität. Und jetzt merkt man es doch, weil halt alle zu Hause sind und gleichzeitig Videos gucken möchten oder streamen oder ja. Das ist die perfekte Voraussetzung dafür, um mit so einem Twitch-Ding viral zu gehen, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt heute gesehen, es gab von, wie heißt der, Axel Dürkup, genau, von der Uni Hamburg, um 8 Uhr eine Einführung in, kann das sein, in Docker oder in Git? Na, irgendwas, irgendein ganz grundlegendes Open-Source-Tool, auch hier auf Twitch. Und da hatte ich schon fast das Gefühl, hey, also erstmal Biblionik und dann Axel und dann wir hier. Man könnte fast so eine Art Twitch-Fernsehprogramm oder so aufsetzen. Ja. Ich meine, ist jetzt Zufall, dass das heute so geballt war, aber naja. Naja, es mehrt sich. Die Leute entdecken das für sich. Ich habe in den letzten 3 Wochen 3 Leuten erklärt, wie sie auf Twitch streamen können oder mit OBS, also mit dem Broadcast-System arbeiten. Die einen wollten Autorinnen, die eine Lesung machen wollten, die sie halt natürlich jetzt nicht live machen können, die das jetzt über YouTube streamen möchten. Denen habe ich so ein bisschen unser Setup erklärt, wie es bei uns funktioniert. Und also ich freue mich ja, dass die das, also dass das jetzt einfach floriert, ne? Und die Leute so Wege finden. Super interessant. Ich habe so einen persönlichen kleinen dystopischen Gedanken dazu. Den muss ich euch noch kurz mitteilen. Das ist fast vielleicht noch schlimmer als ein Ohrwurm, der sich festhakt. Und zwar folgende Überlegung. Wenn man mehrere Minuten am Stück ein Porträt von einer Person hat, wie sie redet, sich bewegt und so weiter, in High-Definition-Auflösung und das in einer Zeitserie immer wieder über die Zeit hinweg, könnte es dann sowas geben, dass man so Machine Learning drauf anwendet und dass man dann zum Beispiel irgendwie Alterungserscheinungen an der Person oder irgendwelche Krankheitsprobleme oder irgendwelche neurologischen Sachen oder so dadurch rausbekommt? Fiese Vorstellung, oder? Ich halte es für absolut möglich. Also, ja, stell dir mal vor, weißt du, so wenn die Zuschauer quasi, wenn so ein Algorithmus durchs Zuschauen deiner Streams schon erkennt, bevor du es erkennst, dass du krank wirst oder so. Ja, genau. Super fies, super fies. Und ich, also wenn es zutrifft, dass man das technisch umsetzen könnte, ist es ja auch fast unausweichlich, dass es jemand macht, oder? Es ist mehr so eine Prognose, es ist nicht eine Dystopie, sondern kommt, Leute, das wird passieren. Wir warten nur darauf. Ja, sorry. Okay. Ja. Aber seid ihr denn jetzt eigentlich auch alle im Homeoffice? Nur so als Frage? Ja, genau. Also komplett. Ihr fahrt gar nicht mehr auf die Arbeit irgendwie. Genau, ich war jetzt die zweite vollständige Woche jetzt im Homeoffice und es ist schon eine Herausforderung. Es ist anders, es ist ein ganz anderes Arbeiten und Merkt ihr auch schon die Veränderung? Ich habe ja heute auf Twitter den Tweet der Wasserversorger Berlins gelesen, die geschrieben haben, dass die Spitze des Wasserverbrauchs, die ja normalerweise morgens zur Duschzeit irgendwie so um 6:30 ist, sich tatsächlich um eine Stunde nach hinten verschoben hat. Nein, nicht im Ernst. Und die haben die Zeitverschiebung mit berücksichtigt und es war nicht am 1. April. Also ich glaube halt einfach, es ist halt einfach so ein
Ich glaube, das hat sich, bei mir hat sich total verschoben. Also es ist wirklich wahr, also ich stehe eine Stunde später auf und meine Rituale fallen weg, ne, die man morgens halt so hat, fertig machen, Frühstück oder nicht Frühstück, was zum Frühstück, und das ist alles anders. Mir fehlt diese Routine total, also ich komme so morgens viel schwieriger in einen Arbeitsalltag. Ich habe gerade mal den Link in den Chat gepostet von dem Tweet der Wasserbetriebe da Berlin. Hm. Und ja, also ich kann das irgendwie nicht so richtig bestätigen mit dem länger schlafen, aber ich habe ja auch die Sondersituation, dass ich hier zwei Kinder im Kita-Alter habe, die kein Pardon kennen, was irgendwie Aufstehzeiten angeht und so. Oh ja, wie machst du das? Naja, eigentlich muss ich sagen, ich mache im Moment eigentlich eine 3-Tage-Woche, nehme mir immer so 2 Tage frei, in denen ich dann Kinder bespaße, und die anderen 3 Tage muss dann irgendwie meine Frau ran. Und das ist jetzt auch nicht gerade ganz gerecht aufgeteilt, aber so wie es irgendwie noch möglich ist. Und das Witzige ist halt, man macht ja dauernd jetzt so Videokonferenzen, und dann wundern sich bei mir immer alle, ob im Hintergrund irgendwie wir eine Schlachterei betreiben. In Wirklichkeit kloppen sich die Kinder aber nur direkt vor meiner Schlafzimmertür um irgendwelche Lego-Bausteine oder so. Ja, Videokonferenzen sind gestiegen, unglaublich. Und aber ganz toll finde ich ja der Anteil von Hunden und Kindern in Videokonferenzen eben auch. Also von meinen Kolleginnen und Kollegen kenne ich jetzt die Hunde, ich kenne die Kinder, ich weiß, wie laut sein kann. Ja. Das hat auch etwas so. Ich habe heute noch einen schönen Artikel auf den Schirm bekommen, den hatte meine Kollegin Ina Blümel vom Open Science Lab, auch von Annetipp, geteilt. Das fand ich ganz cool. Da ist von Productivity Porn die Rede. Also, dass es so eine ganz bestimmte Art gibt, jetzt über die Folgen der Krise zu reden, wo Leute sagen, hey, ich bin die ganze Zeit zu Hause, ich kann jetzt irgendwie anfangen, mal das und das zu machen und dies und jenes zu lernen und diesen und jenen Habit einzuführen und sowas, wo die Leute sagen, hey, bleibt mal realistisch. Irgendwie ist es eine Krise und wir müssen uns damit anfreunden, dass das längere Zeit funktioniert, und das zu überleben sozusagen und klarzukommen sollte jetzt im Vordergrund stehen und nicht dieses Vorgebliche, was einem da manchmal suggeriert wird. Fand ich einen guten Impuls, geht in die richtige Richtung. Ich meine, es gibt natürlich so eine Umgangsweisen, aber man hört manchmal sowas, was bedenklich in die Richtung geht, und einfach sich klarzumachen, hey, es geht gerade wirklich darum, klarzukommen mit einem krassen Ausnahmezustand, finde ich einen ganz hilfreichen Gedanken. Irgendwie, ja. Weiß nicht. Ja, und Henning. Claudia. Nee, jetzt du. Genau, also ich merke halt einerseits, mir fehlt halt total das Fahrradfahren. Ich bin sonst halt immer 15 Kilometer hin, 15 Kilometer zurück mit dem Fahrrad, irgendwie 50 Minuten oder so unterwegs pro Weg, und das fehlt mir total, ein bisschen Auslüftung. Dafür habe ich halt den Vorteil, dass ich irgendwie früher am Rechner sein kann. Und der Vorteil ist aber sozusagen, Mittagspause mache ich dann zusammen mit der Familie, und da wir den Luxus haben, hier einen Garten nutzen zu können, können wir dann nach der Mittagspause, kann ich immer mit den Kindern einmal kurz durchlüften im Garten. Das ist schon echt, echt cool. Und was ich auch merke, ist so ein bisschen so diese Kanalüberforderung. Also ich weiß nicht, auf wie vielen Kanälen ihr gerade mit euren Kolleginnen und Kollegen und so kommuniziert, aber es ist ja zumindest bei uns nicht so, dass sich dann alles in einem Kanal abspielt, sondern du hast weiterhin E-Mail, du hast weiterhin auch nochmal irgendwie das klassische Telefonat, insbesondere mit externen PartnerInnen, und dann hast du vielleicht Videokonferenzen über irgendwie, das ist bei uns mit WebEx, gechattet wird aber in Slack, und dann machen aber manche Gruppen ihre Calls doch in Slack-Calls, und das funktioniert dann aber auf dem iPad nicht so gut. Und dann hat man den 30. Raum aufgemacht im selben System und weiß gar nicht, in welchen der Räume man sich jetzt trifft. Ja. Genau, also das ist diese Kanalüberforderung, die ich auch gerade bei mir irgendwie feststelle, und es ist interessant. Das Interessante finde ich vor allem, man sollte ja denken, dass es dann irgendwie weniger E-Mails werden, wenn, was ich ja total hasse, sind E-Mails, aber es werden nicht weniger E-Mails, sondern ich habe immer den Eindruck, mehr, oder ich kriege sie nicht so gut gelesen, keine Ahnung. Das ist alles wahr, was ihr sagt, ja. Ja, wobei, also ich finde ja, also E-Mails, damit kann ich leben. Telefonate finde ich schlimmer. Also ich hasse Telefonieren. So, ich oute mich mal. So, mein absoluter Albtraum ist das Reservieren eines Tisches in einem Restaurant.
Aber telefonieren ist so ein bisschen ähnlich wie Twitch-Livestream, oder nicht? Nee, also telefonieren irgendwie so am ich weiß nicht, ich habe dagegen eine grundbedingte Aversion. Also dann lieber E-Mails. Aber was ich jetzt halt super schön finde, ist, also was wirklich mir persönlich fehlt, ist halt diese Kommunikation auf dem Flur. Ne? Also, dass man so die Kollegen auf dem Flur trifft, sich unterhält, mal in der Teeküche und so, dass dieses Socializing, das zwischen den Türen einfach passiert. Und was wir jetzt tatsächlich gemacht haben mit zwei, drei Kollegen zusammen, wir haben einfach einen Mumble-Server, einen privaten. Also das ist sowas ähnliches wie Discord halt, aber ohne Video, nur Voice. Und da wählen wir uns alle einfach morgens ein, wenn wir ins Büro kommen, quasi ins Homeoffice, wählen wir uns ein, sagen einmal guten Morgen und dann sitzen wir zusammen schweigend an unseren Rechnern zu Hause und arbeiten und manchmal flucht einer, dann lacht mal einer und erzählt, was er gerade Lustiges gelesen hat. Dann verabschiedet man sich, wenn man mal was essen geht. Also ich finde, das ersetzt bei mir ganz, ganz viel von diesem Sozialen zwischen den Türen und das hilft mir total hier den Tag über nicht zu vereinsamen am Computer. Hm? Claudia, machst du das eigentlich so, dass du diese Geräusche auf einen Lautsprecher gibst oder hast du es auch über das Headset? Ich habe das auf dem Headset. Hm, okay, verstehe. Ja. Ich werde hier gerade bei Twitter gefragt, ob man auch ohne Twitch-Account mitchatten kann. Ich vermute mal, das Nein, ist nicht der Fall. Chatten genau. Leider nicht, aber man kann natürlich an @Forschungsstrom schreiben. Das haben wir ja auf dem Schirm, wenn man eine konkrete Frage hat. Ja, genau. Nee, vielleicht habe ich hier gerade einen ähnlich alten Mann, wie ich einer bin, gerade überzeugt, sich einen Twitch-Account anzulegen. Mal gucken. Okay, alles klar. We will see. Ja, mehr Lessons learned aus dem Homeoffice. Was müssen wir noch besprechen, bevor wir zu unseren wissenschaftlichen Themen kommen? Ja. Ich hätte eine Frage, wo ihr mir vielleicht einen Tipp geben könnt. Und zwar hatte ich mich gefragt, also wir benutzen hier ja im Hintergrund von Forschungsstrom, das ist sozusagen die dunkle, abgewandte Seite von Forschungsstrom, die ihr gar nicht sehen wollt, Discord. Aber haben wir wahrscheinlich auch schon x-mal erwähnt oder so, schätze ich mal. Naja, und Discord ist ja eigentlich ein super Ding. Ich mag es sehr, weil so, ich finde, also ich habe so dieses Gefühl, dass man so diese Kanäle hat, die man so schnell hin und her springen kann. Das ist jetzt die Personenkonstellation, mit der ich gerade reden will. Man kann einen eigenen Server haben, man kann hin und her springen zwischen Videostream und Textchat. Das mag ich alles an Discord. Und ich hatte mir vorgestellt, dass für so eine Art Mini-Konferenz. Also wir machen Ende April sowas zur Vorbereitung von unserem Coding Da Vinci Hackathon in Hannover, dass ich sowas auch gerne hätte, dass man so Breakout-Arbeitsgruppen parallel arbeiten lassen kann. Und da hatte ich mir überlegt, sowas wie Discord wäre cool. Und dann natürlich kam die Frage auf, das ist jetzt die konkrete Frage, gibt es das eigentlich in Open Source? Also so vom Funktionsumfang her, ganz ähnlich wie Discord, aber frei und man hostet es selbst. Ich bin überfragt, aber vielleicht weiß im Chat jemand was dazu. Also es geht nicht nur um Video-Chat, sondern es geht auch um Text-Chat und irgendwie auch sozusagen so eine Art Kollaborationstool, wo du irgendwie auch Dokumente teilen, austauschen, bearbeiten und sowas kannst alles. Ja, und vor allem dieses, oder vielleicht wäre der Vergleich auch Slack gut, dass man so konfigurierbare viele Themenkanäle oder kleine Gruppen hat, zwischen denen man sich hin und her switchen kann. Ja, guck mal, Giet sagt auch gerade, Discord ist ja eigentlich Slack für Gamer mit Sprachchat. Ja. Das ist so ähnlich, ne? Stimmt, ja. Also wo ich jetzt viel gehört habe, dass Leute das gerade austesten wollen, ist dieses Big Blue Button. Aber ich habe es ehrlich gesagt selber noch nie Das haben wir bei uns tatsächlich getestet. Jetzt aufgesetzt im Forschungszentrum. Da haben wir zwei Big Blue Button Server. Ist das so eine Lösung dafür oder ist das auch was es anderes? Es ist mehr Videokonferenz. Also man hat einen Raum, man setzt Räume auf. Also das ist nicht vergleichbar jetzt so hier mit diesen dynamischen Gruppen. Okay. Ja, ansonsten für Videokonferenzen, was ich halt irgendwie ganz, ganz nett auch finde als Alternative zu irgendwelchen kommerziellen Sachen, sind halt selbst gehostete Jitsi-Server, wo man über die Jitsi-App auch rein kann, was auch dann im Gegensatz zu Zoom und so halt auch Transport und auch auf dem Server verschlüsselt ist. Das scheint mir gut zu sein. Also was geht? Big Blue Button an der Hochschule, Open Source plus Moodle geht gut.
Also Hepta Sean schreibt Mumble, aber ist halt ohne Video, aber ansonsten ist es ja ähnlich. Also wir haben, legen da, kannst da Räume anlegen, da kann man einfach reinjoinen und rausgehen. Genau, sowas. Und das ist Open Source, easy zu machen. Da gibt Docker-Container, den startet man einfach und dann läuft dieser Mumble-Server und gut ist. Cool, danke. Ja, das hilft mir weiter. Da habe ich schon mal einen guten Überblick, was es da an Möglichkeiten vielleicht gibt. Ja, cool. Ja, wollen wir mal zu Themen gehen? Ja, haben wir uns warm gelabert hier. Ja, ne? Wir genau. Sind hier und ihr könnt uns gerne in den Kommentaren sagen, ob so ein Homeoffice Survival Camp Handbuch am Anfang von Forschungsstrom, ob euch das gefällt oder ob das zu wenig mit Forschung zu tun hat. Würde mich mal interessieren, ob das so ein Thema ist hier. Bleiben soll auch, ich weiß nicht. So, ja, wer ist denn von uns heute? Wer fängt denn hier an? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. So, Lambert, ha! Was? Oh, okay, jetzt seht ihr, wie wenig das alles, das ist so authentisch und so aus dem Leben gegriffen und so nicht null vorbereitet. Okay, gut. Alles klar. Ich fange an mit einem Thema, ja, wo ich gar nicht erst versuchen werde, dem eine unterhaltsame Seite abzugewinnen. Das ist ein bisschen ein hartes, krasses Thema, aber es war ein Thema, was mir über einen Wissenschaftskommunikationskanal mit Video begegnete, mir eine überraschende neue Erkenntnis gebracht hat. Ich habe so ein bisschen die Papers, die dahinter stehen, für euch recherchiert und werde so nach und nach die Links dazu reinposten. Und es hat einen Bezug zum Thema Pandemien. Und zwar geht es mir heute bei meinem Thema um die Erforschung der tatsächlich 100 Jahre alten Geschichte von AIDS, beziehungsweise der Verbreitung des HIV-Virus. Und viele, die zuhören, wird das vielleicht überraschen, oder könnt ihr mal in den Kommentaren sagen, ob es euch überrascht oder so, dass es AIDS tatsächlich seit 100 Jahren schon gibt. Ist aber tatsächlich so. Ich werde gleich ein bisschen was dazu erzählen, wie man das datieren kann oder was da dahinter steckt. Und was ich eben so unglaublich interessant finde, und vielleicht werdet ihr mir nach meinen Ausführungen da zustimmen können, ist, dass eigentlich die Erforschung dieser Ursprünge von AIDS und HIV ganz gut zeigen, warum man bei sowas wie der Erforschung einer Pandemie eigentlich nur mit interdisziplinärer Forschung weiterkommt. Dass es nichts bringt, wenn man nur als Biologe sich Samples anguckt und Dinge auf dieser Ebene miteinander vergleicht. Also die Sache ist erstmal die, dass man mit Gewebeproben von Ende der 50er Jahre definitiv weiß, dass etwas, was als Krankheitsbild schon in der Beschreibung so ähnlich geklungen hat wie AIDS, dass man das tatsächlich auf ein HIV-Virus zurückfinden kann. Also es gibt tatsächlich Archive von Gewebematerial, die so in Paraffin aufbewahrt sind, die man heute noch studieren kann, so oder in die meisten Sachen, von denen ich jetzt erzähle, sind so ungefähr 5 oder 6 Jahre alt, die Forschung dazu. Wo man also sieht, ja, das ist tatsächlich der HIV-Erreger, der damals Ende der 50er Jahre in Kinshasa, in der heutigen Republik Kongo, wo der HIV-Erreger dieses Krankheitsbild erzeugt hat. So, das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, dass man dann SIV, das ist ein verwandter Erreger, in Affen gefunden hat, in Südkamerun. Und man kann durch Vergleiche zwischen diesem Virus und diesen frühesten Proben des HIV-Virus feststellen, dass es mehrere Male schon mehrere Jahrzehnte davor, also viel früher, eine Übertragung von diesem SIV-Virus auf den Menschen gegeben haben muss und dass 1 oder 2 von den Varianten, die dabei entstanden sind, dieses aggressive und ja, bis vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch meist tödlich verlaufende AIDS hervorgerufen hat, also die Variante von HIV, über die wir heute sprechen, wenn wir über HIV und AIDS sprechen.
Und ich meine, heute ist das sowieso, das Thema hat sich ein bisschen geändert. Also ab den 80er Jahren gab es viel mehr Beschäftigung mit dem Thema AIDS, weil das Thema in Ländern wie den USA und in Europa auf einmal aufkam und man merkte, okay, es gibt hier Infizierte. Und das, was dann an Forschung passierte, war natürlich ohnegleichen und man hatte auf einmal viel mehr Erkenntnisse. Und dann ungefähr nochmal 20, 30 Jahre später war die Situation insofern verändert auch, dass es inzwischen antiretrovirale Medikamente gibt, die zwar nicht sozusagen ein HIV-Virus im Menschen ausknipsen können, aber die dafür sorgen, dass Leute, die mit HIV infiziert sind, lange und beschwerdefrei leben können, wenn sie Zugang zu den entsprechenden Medikamenten haben. Mhm. Aber okay, das war jetzt kurz der Switch in die jüngere Vergangenheit. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück. Also ich hatte jetzt behauptet, okay, man konnte im zweiten Schritt raus, also darstellen eigentlich, dass es schon weit früher, weit vor Ende der 50er Jahre diesen Übergang gegeben haben muss von diesen SIV zu den HIV-Viren. So, und jetzt kommt der Trick und das ist eigentlich die Pointe, auf die ich zusteuere bei diesem Part. Da diese Affenpopulation, wo man diesen ähnlichen Virus studiert hat, in Südkamerun sind, aber der größere Ausbruch, wo man auf einmal viele Infizierte hatte, wie ich ja erwähnt hatte, in Kinshasa war, ist dann ja also die Frage, wie hat der eigentlich diese Distanz überwunden? Also wie, bei welcher Gelegenheit hat sich sowas wie HIV so stark verbreitet und dabei gleichzeitig diese Strecke zurückgelegt, dass es zu diesem Sprung kommt? Ja? Und hier an dieser Stelle der Geschichte kommt ein historisches Wissen ins Spiel darüber, wie es zur Kolonialzeit im Kongo damals in Zentralafrika aussah. Und die Historiker, die also wissen, unter welchen Bedingungen Menschen dort gelebt und gearbeitet haben, können sozusagen diese Lücken füllen und können Hypothesen bilden, die es plausibel machen, warum das passiert ist. Da sind vor allem zwei Elemente und dann komme ich auch gleich, gehe ich rüber zu den Quellen und zeige euch ein paar Links und wir können mal einen Blick werfen in die schöne Doku zu dem Thema, auf die ich überhaupt dazu gestoßen war. Und einen Blick werfen auf die Paper dahinter. Aber die entscheidende historische Lücke, die da gefüllt wurde, waren also Historiker, die beschrieben haben, wie zum Beispiel die Schlafkrankheit unter Transportarbeitern, die zwischen Kinshasa und Südkamerun Transportwege überhaupt gebaut haben, also zum Beispiel die ersten Eisenbahnen oder sowas, wie die andere Krankheiten hatten, unter anderem die Schlafkrankheit und wie es dann Massenimpfungen gab von diesen Arbeitern, weil die halt massenhaft benötigt wurden, also Hunderttausende von Leuten waren an diesem Projekt beteiligt in den 20er Jahren. Und da die Schlafkrankheit ein massives Problem war, musste man effizient und einfach das bekämpfen und hat dafür Spritzen benutzt, die man nicht ordentlich desinfiziert hat. Und solche Dinge, das ist natürlich hypothetisch, ja, aber füllen plausibel diese Lücke und erklären, warum ausgerechnet in den 20er Jahren in Zentralafrika dieser HIV-Virus so ideale Ausbreitungsbedingungen hatte, dass es dann später in so großen Städten diese erhebliche Verbreitung überhaupt haben konnte. Ja. Und also dieser hypothetische Zwischenschritt, den finde ich so interessant, also dass man ohne die Kenntnisse der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen damals in dieser speziellen Region unter diesen krassen Bedingungen der Kolonialzeit das nicht hätte erklären können. So, und jetzt ganz kurz noch die Links dazu. Das eine ist ein YouTube-Video. Das ist. Oh, das kann ich aber auch mal aufmachen, oder? Ja, genau. Ich schicke dir mal den Link. Ich habe hier. Moment mal. Das ist jetzt. Oje. Jetzt muss ich hier nochmal kurz. Sorry. Kein Problem. Ich finde das hat was, weil du machst es genauso wie ich, wie wenn ich beug mich auch mal vor, wenn ich was an den Bildschirm muss und dann kommt man immer näher ran und dann geht man wieder weg und hört zu. Und ich muss ja immer, wenn ich was kopieren will, muss ich immer in die Richtung gucken, dann seht ihr immer mal eine Gesichtshälfte. Ja, das ist
Ja, da kann man auch mal eine Datenanalyse AI-mäßig drüber laufen lassen und dann mal gucken, wer am meisten hier trinkt, wer am meisten Stimmt. Ich auf esse den ja Rechner auch noch. B Oh guckt. Gott, vielleicht Also, wenn ich analysiert nach Bier man das. gucke, dann gucke ich auf mein Twitter-iPad. Ah. Dann kann man das nachher mal analysieren. Ich glaube, wenn du von der Sprungmarke aus. Ja, ich versuch's mal. Ich teile jetzt erstmal mein Browserfenster, damit die Leute das auch sehen können. Und dann hauen wir doch mal den Link hier rein. So, jetzt läuft HIV, der das in diesem Ton. Gebiet zu dieser Zeit bereits vom Affen auf den Menschen übergesprungen war, fand ideale Bedingungen, um sich in seinem neuen Wirt auszubreiten. Unterstützt durch eine andere Krankheit. Die Schlafkrankheit tauchte erstmals zwischen 1900 und 1910 auf, als die Zwangsarbeit ihren Höhepunkt erreichte. Die Schlafkrankheit infiziert Hunderttausende Afrikaner. Die Kolonialherren müssen reagieren, wollen sie ihre Zwangsarbeiter nicht verlieren. Mit massiven Injektionskampagnen versuchen Ärzte, die Schlafkrankheit einzudämmen. Bis zu 9000 Menschen werden der Reihe nach behandelt. Mit Stahlnadeln, die nicht ausreichend desinfiziert werden. Es genügt ein HIV-positiver Patient. Und das Virus findet dank nicht steriler Nadeln zahllose weitere Opfer. Ja, das ist natürlich Dabei war wirklich. die nächste Krankheit mit den Europäern bereits angekommen. Syphilis. Ja, an der Stelle kannst du es eigentlich auch schon stoppen. Das Ja, auch ui, ist ja. sozusagen eine späte Stelle in dieser ausgezeichneten Arte-Doku, wo davor zunächst mal diese ganze biologische Forschung dargestellt wird und dann aber eben diese Lücke so schön dargestellt wird. Und jetzt, weil ihr es natürlich alle ganz genau wissen wollt, nochmal die Links von den dazugehörigen Papers. Einmal zwei Paper, in denen der biologische Forschungsaspekt. Ja, naja, das liefere ich jetzt noch nach, während wir weiter reden. Ja, aber ich glaube, es Okay. ist vielleicht ein bisschen klar geworden, worum es mir dabei ging. Ja, Ja, also das ich empfehle ist. auch durchaus die Doku mal komplett zu sehen. Es ist auch einfach wissenschaftsjournalistisch, denke ich, auf einem hohen Niveau gemacht. Das ist auch einfach ganz gut gemacht. Was mich jetzt nochmal interessiert hat, also erstmal fand ich spannend, was man da alles so im Nachhinein rausfinden kann, auch was du erzählst über diese Gewebeproben und oder ja, Gewebeproben, die man da gefunden hat. Aber du hast teilweise auch gesagt, man konnte dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie groß der Verbreitungsgrad von diesen Krankheiten historisch gesehen war. Kannst du sagen, wo man diese Infos hernimmt? Das kann ich mir ja gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, also im Zweifelsfall guckt noch mal genauer in die Paper rein, wo ich jetzt die Links nach und nach noch rein poste. Die Überlegung ist, dass es erst Ende der 50er Jahre in Kinshasa einen Verbreitungsgrad gab, der so groß war, dass sozusagen das als ein einheitliches, distinktes Krankheitsbild auffiel, ja, und berichtet wurde von Ärzten. Also, das hat natürlich auch was mit Urbanisierung zu tun und so weiter. Und bei der Art, wie sich HIV verbreitet, ist klar, das ist nicht, also das ist sozusagen kein Virus, der ein Selbstläufer ist, ja. Also du musst Bedingungen haben, wo entweder Leute von ihrem Sexualverhalten her, dass sich da irgendwas ändert, ja. Das ist natürlich eine Möglichkeit der Übertragung. Oder eben über, in diesem Fall auch spielt es eine Rolle, medizinische Fehlbehandlung, dass es über Blut sich überträgt, ja. Weil so viele andere Varianten gar nicht in Frage kommen. So. Und so ist es, glaube ich, erschlossen. Aber besser nochmal in die Paper reingucken. Bevor man sich verlässt auf das, was ich hier jetzt so sage. Ich finde das auch total spannend, weil ich dachte so gerade, ob diese Lücke nicht mittlerweile doch auch durch Wissenschaft gefüllt werden kann. Also es gibt ja die Möglichkeit, jetzt Viren eben mit Gensequenzierung zu gucken, wo kommen die her? Also welche Infizierten sind von welchen abgestammt? Also wo kommt der Virus her? Ne? Also man kann so schauen, die Generationen des Virus und nachverfolgen. Aber das klärt natürlich immer noch nicht, wie. Also es klärt vielleicht, ah ja, das Virus, das irgendwie in Deutschland auftaucht, ist verwandt mit dem Virus, das aus Italien kommt. Aber das, wie ist es dorthin gelangt, klärt es tatsächlich natürlich nicht. Dafür braucht man dann wieder andere Informationen, die nicht in der
in der Forschung über Viren oder andere Krankheiten liegen. Ja, und das ist so kompliziert, weil es sozusagen verschiedene Modi von Forschung sind, nicht? Also eine Forscherin, die was über Kolonialzeit vor 100 Jahren in Afrika sagt, arbeitet anders. Die kann nur Hypothesen bilden, um etwas zu plausibilisieren. Dann hat man den sozialen Sachverhalt, der erklärt, okay, ein Virus, der sich so und so überträgt, das muss das eine oder andere oder beides zu bestimmten Anteilen gewesen sein, dass es so gewesen ist oder so, nicht? Weil es war niemand dabei. Es hat niemand irgendwas gefilmt oder aufgeschrieben, wie die Arbeiter in der Kolonialzeit da wirklich gelebt haben oder was mit denen los war. Das ist ganz Sehr interessant. spannend, ja. So, aber dieses Mal hast du uns hier Open Access Paper kredenzt, oder wie sehe ich das? Das ist rein Open Access. Schändliche Ausnahme dabei ist, dass der Artikel, die Doku selbst natürlich depubliziert worden ist von den Öffentlich-Rechtlichen, also ein Stück Wissenschaftskommunikation, wo ich sagen würde, hey, das wäre aber echt mal gut, diese Doku länger als 2 Jahre da stehen zu lassen. Aber wie das heutzutage so ist, glücklicherweise irgendjemand hat es bei YouTube reingestellt Wir und die danken Papers den sind aber alle oben. MinisterpräsidentInnen und dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Ja. Ja, Genau. genau. Als letzten Link habe ich jetzt gerade noch mal reingepostet einen Wikipedia-Artikel über die Historikerin, die da konsultiert wird in der Doku, die diese sozialen Den Zusammenhänge erklärt. französischen Wikipedia-Artikel, wie ich sehe. Oder? Ja, die scheinen nicht würdig gewesen zu sein eines Wikipedia-Artikels in der deutschen oder englischen Wikipedia. Sorry. Ich dachte schon, der feine Herr Heller liest lieber im französischen Original die Ja. Wikipedia der Le Martha. Monsieur LR. Ich wollte nicht prahlen hier. Dafür bin ich zu bescheiden. Okay. Ja, die Relevanzkriterien, darüber kann man Genau. ja auch mal, darüber könnte man auch mal reden. Oh, Relevanzkriterien, krasses Thema. Ja, gut. Absolut, absolut. Ja. So. Ja, Relevanz wird auch mal diskutiert jetzt im Sinne von Systemrelevanz, ne? Wird auch mal jetzt gerade zum Thema gemacht. In der Tat, eine große Diskussion immer wieder. Wobei jetzt auf einmal der Menschheit auffällt, dass nicht nur Banken systemrelevant sind und Bankerinnen und Banker, sondern auch SupermarktverkäuferInnen, Lager, Regaleinräumer, ja, Ja. Müllarbeiter, Postboten, halt alle die Jobs, die richtig scheiße bezahlt werden. Ja, wer hätte es ahnen Absolut, können? So. ja. Und anscheinend, ich fand auch ein spannendes Interview irgendwo mit Marcel Fratscher, da dem Chef vom DIW, wo der dann nochmal sagte, dass diese Positionen, die alle so unterbezahlt sind, auch überdurchschnittlich oft halt von Frauen besetzt werden und man das Ganze auch mal als ein ja, Arschtritt des Patriarchats irgendwie Ja. interpretieren kann. Ja, weil auch immer angenommen wird, dass in diesen Berufen das aufopfernde Verhalten ja intrinsisch motiviert ist und es keine Entlohnung in Form von Geld bedarf. So, ne? Das. Ja, die Welt steht Kopf, nicht? Also es gab irgendwie ein FDP, sorry, AfD, wollte ich sagen, AfD-Abgeordneten oder ein AfD-Statement zum Thema osteuropäische Arbeiter, die Ach ja. wichtige Dinge in der Landwirtschaft und in den Pflegeberufen in Deutschland ja spielen. Also das tun sie seit Jahrzehnten, das ist eigentlich nichts Neues. Wo jetzt aber auch AfD-Politiker dafür plädieren, dass man das wirklich unkompliziert für die machen muss, über die Grenzen zu kommen, nicht? Also ich meine, das Ja. ist auch interessant. Also da gibt es irgendwie dann die Migranten, die, ja, das ist unser deutscher Reichtum baut auf die auf. Das muss man dann schon mal zur Kenntnis nehmen und so. Und dann gibt es aber auch die anderen Ausländer, die sind natürlich nicht gut. Ja, erstmal ist es schlimm, dass die Ausländer uns die Arbeitsplätze wegnehmen und dann ist es schlimm, wenn die Ausländer uns den Spargel nicht ausstechen, ne? Ja. Ja, man weiß, also ich sag's euch, der AfD bekommt diese Isolation auch nicht. Nein, nein, nein. Ja, aber das ist wirklich interessant, ne? Ja, Also ja. ich zumindest höre irgendwie relativ wenig von denen und ja, vielleicht, wenn diese Krise ein Gutes hat, dann dass die irrelevanter werden. Ja. Ja.
Soll ich einfach mal weitermachen, Claudia, mit meinem Thema? Ja, bitte. Ja. Hol uns wieder in die Wissenschaft zurück aus der Politik hier. ja, aber es passt gut zu dem der AfD bekommt die Isolation nicht gut. Also mir ja auch nicht. Also ich hatte ja letztes Mal schon davon erzählt, dass ich schon vor 4 Wochen war ich ja schon so in diesem Stressmodus, dass ich Panikmodus, dass ich nicht essen konnte, weil ich mir so viele Sorgen gemacht habe, ne, über die Pandemie, über die Auswirkungen und was jetzt alles passiert. Und ich habe dann so, ein bisschen darüber nachgedacht, was ich machen kann, damit ich nicht so diese Panik oder diesen Stress empfinde. Ne? Also hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ne, wie man sich entspannt und so weiter. Und ich habe dann halt mal versucht rauszufinden, warum es mich denn jetzt gerade so stresst und vor allem, warum wir alle so verdammt müde sind. Also ich weiß nicht, ich bin ständig müde und ich habe mit vielen anderen geredet, die auch einfach müde sind. Und jetzt muss man doch mal kurz drüber nachdenken. Ich hock jetzt den ganzen Tag zu Hause. Also du fährst nicht mehr dein Fahrrad. Ja. Eigentlich müsstest du ja mehr Energie haben. Ne? Also ich mache viel weniger. Ich bewege mich weniger. Ich versuche zwar Yoga zu machen, aber ich gehe jetzt halt auch nicht mehr spazieren in der Länge, in der ich es vorher gemacht habe. Oder gehe zu meinem Turnverein. Also ich müsste eigentlich mehr Energie haben, aber ich bin unfassbar müde. Schläfst du denn weniger oder gleich viel? Ungefähr gleich viel eigentlich. Und auch nicht zwingend schlechter. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich. So, und da habe ich dann mich so ein bisschen gefragt, woran liegt es denn? Und dann fiel mir vor ein paar Tagen ein Tweet in die Hände, wo eine schrieb, ob man nicht wissen wollen würde, wenn man wissen wollen würde, warum man jetzt eigentlich die ganze Zeit so müde ist, obwohl man weniger arbeitet, dann läge das daran, dass man eine Traumareaktion durchmacht. Ja, also diese Pandemie ist etwas, was wir nicht aktiv bekämpfen können, also wo wir jetzt selber aktiv nichts tun können, außer passiv sein. Und wir können auch nicht vor ihm weglaufen. Und das Einzige, was unser Körper dann im Moment, dem Moment macht, ist sich quasi, also der Körper geht so in den Todstellmodus. Und darunter kommentierte eine Stressforscherin, dass das ein total bekanntes Phänomen wäre und das heißt allostatische Überlastung. Allostatic Overload. Allostatische Überlastung. Allostatisch. Genau. Und das ist eine Überreaktion des Körpers auf Stress. Und zwar gibt es ja eigentlich, jeder Körper hat ja so einen Mechanismus, wie er mit Stress umgeht. Und ich habe jetzt auch mal, ich hole mal das Paper. Das ist ein Paper von dem ganz bösen Verlag Elsevier, aber es ist Open Access. Ich poste das mal hier rein. Und die feine Dame hat den Forschungsstrom-Account hier zum Mitchatten. Oh, Entschuldigung, ja. Aber ja, das verdammt. Okay, das eine ist vom Rechner, das andere vom Handy. Jetzt verstehe ich es. Ja, okay, genau. Das eine ist vom Rechner, das andere vom Handy. Ja, sehr gut. Und übrigens, Heidi sagt gerade, unsere Arbeitsgruppe macht gemeinsames Krafttraining. Jeden Tag Muskelkater. Ist doch auch nicht schlecht. Super. Das ist nicht schlecht. Also vielleicht könnt ihr auch noch mal so ein paar, ihr könnt gerne mal reinposten, was ihr so macht gegen den Stress. Also ich muss ja sagen, bei mir funktioniert hier nicht alles, aber postet es doch mal rein. Ich erzähle euch dann am Ende, was ich so mache und was bei mir funktioniert und was nicht. Genau, und das Paper hat den Titel, also auf Deutsch übersetze ich es jetzt mal, Ungewissheit und Stress, warum er Krankheiten verursacht und wie er vom Gehirn bewältigt wird. Es ist von 2017 von Forschern, also auch einfach eine Forscherin von der Uni Lübeck ist dabei, aber auch New York und London. Und das ist jetzt sehr medizinisch. Also die beschäftigen sich damit, welcher Teil des Gehirns auf Stress reagiert und was er dafür braucht und was das dann für weitere Reaktionen triggert. Also ich bin jetzt keine Medizinerin und ich möchte jetzt auch nicht, diese Abbildungen sind wahnsinnig kastig. Ich möchte die jetzt auch nicht zeigen, aber ich möchte so die Quintessenz daraus mal erzählen, wie der Körper damit umgeht und was das eigentlich für den Körper dann bedeutet. Also was macht das Hirn und was bedeutet das für den Körper? Und zwar fand ich es, also der Einstieg in das Paper ist super. Ne? Also der Einstieg in das Paper ist
eine Erklärung, dass Unsicherheit, also was die so als Ungewissheit oder Unsicherheit definieren, das ist, also wir machen ja eine Vorhersage von der Welt. So, wir haben so bekommen unseren Input und dann machen wir eine Vorhersage, wie sieht die Welt dann morgen aus? Und wir empfinden das als Unsicherheit, wenn unsere Vorhersagen einfach nicht mehr zutreffen. So, ne? Also wenn sich etwas verändert, wenn unsere Vorstellung, die wir haben von der Welt, nicht mehr existiert und diese Unsicherheit zwischen dem, was wir uns vorstellen und dem, was ist, bezeichnen sie so als freie Energie. Und die versucht unser System immer zu minimieren. Also wenn unsere Vorhersagen nicht mehr zutreffen, versuchen wir, unsere Vorhersagen anzupassen. Um dann quasi diesen Unterschied möglichst gering zu halten, um die Überraschung möglichst gering zu halten. Ja, also das definieren sie quasi als Unsicherheit und sie machen das als äquivalent zu der mathematischen Definition von Unsicherheit. Das fand ich sehr faszinierend, aber ich wollte jetzt nicht in den mathematischen Teil. Schade. genau, und dann gibt es halt so drei verschiedene Bilder, die wir haben. Also, oder was wir so aufnehmen. Es gibt den aktuellen Zustand, den wir haben, also den unser Körper zum Beispiel hat, den die Welt hat. Es kommt ja jetzt darauf an, ob man jetzt von der Krankheit redet, also dass man zum Beispiel wirklich erkrankt ist und dann hat man natürlich eine andere Vorstellung vom eigenen Körper, als er jetzt gerade ist. Oder ob jetzt wir draußen eine Pandemie haben, also dieser aktuelle Zustand, den man hat, dann den Zustand, den wir eigentlich gerne hätten oder also den wir gerne erreichen würden oder erreichen können, also wo wir etwas verändern können und dann unsere Idealvorstellung. Also so, wie wir glauben, dass es eigentlich sein sollte. Und diese drei Status werden miteinander verglichen. Ja. Und wenn das jetzt also nicht klappt, so wenn wir jetzt Prognosefehler haben, und die haben wir ja im Moment alle, ne? Also unsere Welt um uns herum hat sich so sehr verändert und wir können jetzt noch gar nicht sagen, ob die Welt irgendwann mal wieder auch nur ansatzweise an das rankommt, was wir noch vor 2 Monaten hatten. Das wissen wir nicht. Unsicherheit. Und darauf reagiert unser Körper. Und das löst halt so Stressreaktionen aus. Und das fand ich jetzt sehr interessant, weil es gibt so drei Stufen. Also drei verschiedene Arten, wie wir auf diesen Stress reagieren, vor dem wir nicht Fight or Flight spielen können. Wir können nicht fliehen und wir können ihn nicht bekämpfen. Das heißt, wir haben einen Dauerstress. Und was der Körper jetzt versucht, ist zum einen, Punkt 1, Attention. Also er erhöht seine Aufmerksamkeit, seine Wachsamkeit. Wir wollen quasi mehr Informationen aufnehmen, mehr Informationen verarbeiten. Und dafür werden sogar in unserem Gehirn tatsächlich mehr Gehirnregionen aktiviert, als wir sie eigentlich dafür normalerweise benutzen. Und das benötigt tatsächlich mehr Energie vom Körper. Also wir verbrauchen mit unserem Gehirn, weil es versucht, mehr Informationen aufzunehmen, mehr Energie. Das macht müde. Aber ist das wirklich ein relevantes Energielevel, was irgendwie mit Joggen oder so vergleichbar wäre? Nee, das glaube ich nicht. Es ist aber, geht ja noch weiter. Also es geht noch weiter, weil es so ein bisschen, also es ist ja eine Dauerbelastung im Kopf und dieses Stresslevel führt ja noch zu anderen Reaktionen im Körper. Ja, also zum Beispiel erhöhter Herzschlag und so weiter, was man halt so bekommt, wenn man so einen höheren Stresslevel hat. Weil das, der zweite Art von Reaktion ist dann nochmal eine andere. Und zwar die, das nennt sich dann Learning, Lernen. Und in dieser zweiten Phase, in der zweiten Reaktion versuchen wir mit den neuen Informationen, die wir bekommen, das Bild, also unser Bild von der Welt wieder anzupassen an unsere Vorhersagen. Also quasi unser Bild von der Welt zu verändern. Wir machen eine Vorhersage, wir stellen fest, sie trifft nicht zu und dann passen wir unser Bild von der Welt an die Vorhersage an. So, das ist ein langer Prozess, den wir durchmachen und auch damit sind wir natürlich unterbewusst immer beschäftigt. Also ich fand das ganz interessant, weil es so unterschieden wurde zwischen dem, ich will Informationen aufnehmen und ich bin voller Wachsamkeit. Dafür braucht, also diese Wachsamkeit wird natürlich im Körper dargestellt, also das merkt man schon. Und dann nochmal in das Lernen, wo wirklich das Gehirn versucht, das anzupassen. Und dann gibt es die dritte Reaktion, die so in der dritten Phase oder im dritten
Schritt ausgelöst wird. Und da gibt es zwei Arten von Menschen. Das sind die, die erhalten diesen Stress aufrecht. Ja, also da bleibt dieser Status quasi erhalten. Und dann gibt es die, die sich dran gewöhnen. Also Habituation, Gewöhnung. Wo man dann einfach beginnt zu tolerieren, dass sich da etwas verändert hat, wo man dieses Stresslevel einfach sich langsam beginnt wieder abzusenken, weil man gelernt hat, okay, das kann ich tolerieren, das ist mein neues Level von Sicherheit. Genau, also wie man reagiert so auf die veränderten Bedingungen und nimmt sie an. Und das tatsächlich auch hat so einen gewissen Ablauf. Und diese Auflösung von Unsicherheit, mit der unser Gehirn quasi beschäftigt ist, steht auch ganz schön im Text. Genau, also das ist quasi Auswirkungen, die sich aus dem Scheitern bei der Auflösung von Unsicherheit ergeben. Also wenn wir es eben nicht schaffen, unser Bild anzupassen und nicht in diese Gewöhnung kommen, also das nennt man dann eben tatsächlich irgendwann einen chronischen Zustand und eine allostatische Belastung oder eben eine allostatische Überlastung. Und da kommt man, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Energie dann auch so wirklich verbraucht. Man kommt in so einen Teufelskreis, das schreiben sie, weil sich durch diesen Stress, den man hat und die Anpassungen, die man vornimmt, man ja immer mehr Stress bekommt. Ja, also man steigert sich so immer rein und das hat dann eben sehr viele negative Auswirkungen, also kardiovaskuläre, neuroenergetische, emotionale Probleme mit Blut, alles im Körper, im Organismus ist ja in einem angespannten Zustand. Und auch wenn es quasi nicht so ist, dass wir jetzt ständig Sport machen, das ist klar, ich glaube, es ist auch eine andere Müdigkeit als von einem Sport, aber unser Gehirn ist viel mehr mit Dingen auch unterbewusst beschäftigt und das verbraucht mehr Energie, als wir eigentlich denken, dass wir es verbrauchen, weil wir ja weniger machen. Ja, ich fand das ein schönes Paper. Ja, ziemlich krass. Hier wird auch gerade im Chat aus der Wikipedia zitiert, dass was den Grundumsatz der Energie des Menschen macht, also das Gehirn etwa 20% aus. Ja. Das und ich glaube, im Moment könnte es mehr ausmachen, weil wir ja körperlich weniger zu tun haben. Ja. Ja, also ich hatte ja gefragt, was macht ihr gegen Stress? Und das hatte bei mir so ein bisschen jetzt so die Idee, weil, also ich hatte als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich so in Phase 1. Ne? Ich habe alle Informationen aufgesaugt und war so in der völligen Hab-Acht- und Panikstellung. Deswegen habe ich so wenig gegessen, weil ich so einen Stress hatte. Und ich bin jetzt so in der Learning-Phase und gehe langsam in die Gewöhnung. Und diesen Übergang zu schaffen, dafür brauche ich so Mechanismen, um Stress zu bewältigen. Und ich sehe hier schon Schokolade. Genau, Schokolade war auch ein Tipp. Mai schreibt irgendwie, ich versuche demnächst das Handy auszulassen, Nachrichten nur in Maßen und irgendwie meditieren anfangen. Anja sagt, spazieren gehen und ich brauche neue Zeitslots fürs Podcast hören. Das kann ich übrigens sehr bestätigen. Seitdem ich nicht mehr Fahrrad fahre, komme ich kaum noch zum Podcast hören, was irgendwie in meinem Podcatcher einen riesigen Backlog verursacht. Gott, ich fahre nicht mehr Auto. Das ist so schlimm. Ich habe zu viel. Ich sehe immer zu, dass ich den Drosten des Tages noch weggehört kriege, aber alles andere staut sich bei mir. Ja, das ist schlimm. Und jetzt haben die Leute Zeit und produzieren mehr. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja, Claudia, eine Frage noch zu dem Paper. Ja. Was ist deren Hauptdatenquellen? Also ich habe jetzt nur mal so überflogen, so ein bisschen, während du erzählt hast. Und sie machen was mit dass sie sich den Hirnstoffwechsel angucken, oder? Darauf beziehen sie sich genau. Oft. Oder sie, Die sind eigentlich total medizinisch unterwegs. Also die haben da tatsächlich die Stoffwechselprodukte und sowas angeschaut. Und der Teil hat mir auch das Gehirn verknotet. Nee, aber gut zu wissen, dass sie es so gemacht haben. Ich meine, ich habe erstmal auch immer so eine Reaktion, oh Vorsicht, wenn Leute sagen, wir wollen von Sachen, die auf dieser Bio-Ebene des Stoffwechsels im Kopf sich abspielen oder so Rückschlüsse ziehen darauf,
was Leute mit ihrem Bewusstsein machen oder was sich im Bewusstsein von Leuten abspielt. Aber das ist auf dem Level, wie die es da machen, klingt das jedenfalls erstmal unheimlich. Es war auch so super, super kleinteilig. Das Paper ist sehr lang, ja, hat sehr viele sehr kleinteilige Teile, wo sie wirklich auf die Ebene von den einzelnen Stoffen gehen. Und ja, also den Teil, da würde ich jetzt gerne mal so eine Medizinerin zu befragen oder so eine Hirnforscherin, falls da jemand draußen ist. Vielleicht mag ja jemand was dazu erzählen, aber genau. Und ich meine, das Lustige ist ja auch, es ist trotzdem kein deterministisches Denken darüber, wie was für psychologische Zustände Menschen haben. Mhm. Nicht? Weil das ist ja gerade der Witz an der Sache. Ich meine, du verstehst das Paper, wir diskutieren darüber, man kann seine Schlüsse daraus ziehen, sich überlegen, okay, jetzt passiert mit meinem Körper gerade das kann ich vielleicht parieren oder vielleicht ist parieren schon fast zu viel gesagt. Aber, nee, aber es ist natürlich auch meine irgendeine bewusste Handlung, wie ich darauf dann eingehe wiederum oder so. Ne? Also, ja, und auch der Link zu, dass das tatsächlich mit meiner Müdigkeit zu tun hat, den habe ich jetzt gar nicht aus dem Paper rausgelesen, also dazu sagen die nichts, sondern dazu war ja der Tweet dieser Stressforscherin, die sagte, ja, diese Müdigkeit entsteht durch allostatische Überlastung. Deswegen kam ich überhaupt auf das Thema, das Paper an sich sagt dazu nichts, aber sie sagte halt, ich kann den Tweet auch nochmal verlinken, ne? Sie sagte, im Grunde genommen überreagieren die physiologischen Stresssysteme des Körpers ohne ausreichenden Ausgleich. Das führt zu einer Ermüdung vieler Körpersysteme, was letztendlich zu einer physischen und psychischen Erschöpfung führt. Ja, also, dass die Erschöpfung nicht nur physisch, sondern auch psychisch ist. Ja. Ich finde, wir müssen aber nochmal diese guten Tipps hier aus dem Chat auch nochmal aufgreifen, auch wenn ich jetzt schon wieder vom Paper ablenke. Aber nein, das ist gut. Ich wollte das ja auch sehen, was die Leute sagen. Aaron ist schon ein bisschen durchgescrollt. Aaron schreibt also Videospielen, viel digitalen Kontakt zu anderen suchen, öfter auch einmal Voice-Chatten oder spontan Video zusammenschalten, Netflix-Partys, Sport, Streamen, Schlafen und meine Badewanne ist auch ganz großartig gegen Stress. Ja, Badewanne, das in der Tat. Dann finden hier noch beim Thema Schokolade, das hier sehr aktiv diskutiert wird, ist man sich uneinig über die Dosis. Also das ist hier, eine Dosisvorschlag lautet eine Tafel. Pro Stunde nicht, oder? Pro Zeiteinheit ist jetzt hier nicht näher definiert, aber das, das stimmt auch. Naja. Ansonsten, spazieren gehen, Podcast hören hatten wir schon. Was gibt's hier sonst noch? Podcasts, die nichts mit Corona zu tun haben. Sagt Heidi, genau. Ja. No such thing as a fish, ja. Tagesstruktur schaffen, ja, das ist absolut wahr. Also ich habe, wie ich sagte, ne, Probleme mit dem Ankommen im Homeoffice, weil ganz ehrlich, ich sitze ja den ganzen Tag jetzt an dem Platz, an dem ich normalerweise abends mich entspanne und zocke. Ich sitze hier auf meinem Gaming-Platz, wo ich eigentlich nur spiele und mich entspanne. Und da sitze ich jetzt aber auch tagsüber 8 Stunden und arbeite. Und da ist es total wichtig, eine Struktur zu haben. Nicht vergessen, Mittagspause zu machen. Das kann mir sonst, ist mir am Anfang passiert. Und ich räume jetzt meinen Schreibtisch immer abends ab oder morgens, wenn ich mich zum Arbeiten hier hinsetze und räume nur meinen Arbeitskram hin. Und wenn ich abends hier spiele, dann räume ich den Kram weg und nur meinen Spielkram. So ein bisschen Struktur auch nicht nur vom Tagesablauf, sondern auch von den Räumlichkeiten schaffen. Ja, bei der Tagesstruktur kann ich auch noch mal einen Tipp für Eltern, die jetzt Kinder zu Hause zu bespaßen haben, weitergeben. Wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, man darf ja die Omas nicht mehr besuchen, die Opas. Trotzdem will man irgendwie den sozialen Kontakt aufrechterhalten. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe 2 Kinder im Kita-Alter und ich habe jetzt also regelmäßige Videocalls um 10 Uhr mit Kind 2 und um 11 Uhr mit Kind 1. Wird immer mit der einen Oma ein Videocall gemacht. Und mit dem kleineren Kind macht die Oma Blödsinn und mit dem größeren Kind macht sie richtig Vorlesen und so eine Art Vorschulunterricht mit wir lernen die Uhrzeit lesen und wir machen Erdkundeunterricht und so. Und das kann ich also aus beiden Perspektiven, aus der Perspektive der Eltern sehr empfehlen. Dann kann man nämlich in Ruhe mal die Küche machen, wenn da gerade das Kind beschäftigt ist und sich die beiden Kinder mal nicht kloppen. Ja. Und auch aus Perspektive einer allein lebenden Großmutter ist das in Zeiten der Isolation, beugt das also natürlich irgendwie Vereinsamungsgefahren vor. Jeden Tag schon festliegende Skype-Calls oder was auch immer Calls
kann man auch über Jitsi machen, wenn das die Oma mitmachen will, zu haben. Mhm. Ja, das ist klasse. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass überhaupt, wir hatten vorhin schon mal das Thema Telefongespräche. Ich glaube, Claudia, du meintest, dass generell Telefonieren als Format dich nervt oder so. Aber ich habe auf der anderen Seite, also ich kann mir ungefähr vorstellen, warum oder wie, aber auf der anderen Seite bemerke ich auch, dass dieses am Telefon plaudern oder so doch wieder irgendwo bei mir jedenfalls eine Rolle einnimmt, die es seit locker so ein paar Jahrzehnten so nicht mehr gehabt hat. Also das ist irgendwie gar nicht so geplant, dass ich jetzt irgendwie einen ratgebermäßigen Tipp irgendwie gehört hätte, das jetzt zu machen, sondern es schleicht sich so ein, dass man dann irgendwie merkt dann doch so auf so eine subtile Art, okay, das ist jetzt gerade die Art, wie man so einen Kontakt hält oder so. Und dann noch eine lustige Variante, das ist ja auch viel, kommt mir bei Twitter auch mal über den Weg oder sowas, solche Sachen, dass Leute sich virtuell auf ein Bier verabreden, was nach meiner Erfahrung auch wirklich funktioniert, was sehr lustig ist, also einfach, dass man sich so zuprostet und ja, keine Ahnung, oder? Oder ja. Kommt bei euch sowas nicht vor, ich weiß nicht. Doch, doch, allerdings. Ja. Ich möchte gerne Aarons Tipp bestätigen. Er sagt, klingt vielleicht blöd, aber er wechselt die Hose, wenn er ins Büro geht. Ah, ja. Und ganz ehrlich, mache ich auch. Ja, aber, ich zieh mir auch immer ein ordentliches Hemd an für die Videocalls, das... Nee, so weit gehe ich nicht. Also, ich hab eine Arbeitsleggings und eine Freizeit-Jogginghose. Aber die sieht man doch in den Videocalls gar nicht, oder mit was für einer Videoeinstellung? Nee, aber mir ist schon aufgefallen, ich habe so bequeme Shirts, die ich gerne eigentlich zu Hause trage. Die kann ich in Videocalls nicht anziehen, weil die sind ein bisschen zu weit ausgeschnitten und der Kamera geht so, das, ja. Vor Videocalls muss ich mir da was überwerfen. Aber... aber das finde ich, es stimmt total. Und ich wollte noch zwei Tipps teilen, die mir noch geholfen haben. Vielleicht ist das auch was für andere. Und zwar muten in der Konferenz, muten das Mikrofon. Oh ja. Bitte. Und zwar, also mal abgesehen vom Podcast und dem Versuch wieder zu meditieren, also das mache ich öfter, aber es fällt mir im Moment super schwer, mache ich ja Yoga. Und ich finde, was du erzählt hast, Nambert, mit den wie sie alle jetzt so produktiv sind und auch dieses, ich mache jetzt Yoga und ich mache jetzt das. Ja, ich mache jeden zweiten Tag jetzt auch Yoga, aber wisst ihr, wie scheiße unentspannt das ist? Ich lege mich da auf die Matte und ich gucke mir dann so ein Yin-Yoga-Video an und normalerweise entspannt mich das total. Ich kann da voll mitgehen, aber ich bin im Moment auf so einem hohen Stresslevel, dass ich manchmal nach 10 Minuten nicht mehr die Ruhe habe, da diese Positionen zu halten und eine Pause machen muss. Also ich gebe mir Mühe, das zu machen, aber das ist schwer, wenn man auf so einem hohen Stresslevel einfach ist. Ich merke, dass ich nicht mehr die 40, 50 Minuten Yoga am Stück loslassen kann. Ja, aber ich hoffe, da komme ich wieder hin. Was mir stattdessen hilft, ist kochen. Ja. Ich habe mir jetzt von unserem Biobauern um die Ecke, der liefert einmal die Woche eine Gemüsekiste. Und ich habe keine Ahnung, was drin ist. Das sieht man erst, wenn man es bekommt. Und dann bekomme ich ja so einen Berg Gemüse, von dem ich noch nie gekocht habe. Und dann frage ich mal auf Twitter, wie man Fenchel zubereitet, ohne dass er eklig schmeckt. Und es kann ich, kann ich voll bestätigen. Also wir haben in unserem Haushalt hier auch eine Gemüsekiste und kochen kommt überhaupt, ich muss es ehrlich zugeben, ich meine, wir sind hier unter uns, in meinem Leben überhaupt erstmal wieder nennenswert vor oder so, ja. So, ne? Aber es ist was, also das ist eine Low-Level-Meditation oder so, oder? Weil ich meine, man hat einen Moment von innerer Ruhe oder Gelassenheit fast automatisch, weil es gibt irgendwie was, worauf man sich freut und man macht das auch für die anderen mit und muss jetzt nicht wahnsinnig viel intellektuellen Load da rein stecken, da dieses Rezept abzuarbeiten und sowas. Und das ist schon... das rangiert für mich schon irgendwo in so im gleichen Spektrum wie eine Yoga-Übung, ohne dass ich es jemals gemacht hätte. Oder so, nur so low-level und ohne Anleitung mäßig oder so, ja. Oder? Bei mir kommt es so vor fast, ja. Ja. Und mein Gehirn ist damit beschäftigt, ne? Er denkt sich dann aus, was er kocht. So. Und das ist eine gute Ablenkung dafür. Und als zweiten Tipp, da poste ich jetzt den Link mal hier rein. Ich nehme an einer Studie zu den psychologischen Auswirkungen des Coronavirus auf Menschen oder auf die Gesellschaft teil, der Ruhr-Uni Bochum.
könnt ihr euch mal angucken. Also mir persönlich, also ist natürlich nicht dafür designt, dass es einer Teilnehmerin hilft, aber hilft es total sehr, weil die Fragen kommen so jeden Tag und dann ist mal wieder eine Pause. Und die Fragen, die man mir da stellt, sind sehr selbsttherapeutisch, finde ich. Weil ich zum Beispiel darüber dann nachdenken muss, wie oft habe ich mich jetzt am Tag gut gefühlt, mit wie vielen Leuten hatte ich Kontakt, war ich zufrieden mit meinen sozialen Kontakten. Und das hilft mir so jeden Tag nochmal zu reflektieren, was habe ich denn gemacht? Und dann stelle ich am Tagesende dann doch fest, dass ich eigentlich viel geschafft habe oder es gar nicht so für mich persönlich jetzt so schlimm war, wie es hätte, was so andere Fragen sind. Und ich habe dadurch ein wenig Empathie für andere entwickelt, in ihrem Art mit der Pandemie umzugehen, mit dem Problem. Zum Beispiel gab es eine Frage, da werde ich jeden Tag gefragt, waren Sie heute schroff oder genervt, wenn andere Sie was gefragt haben? Und ich dachte mir so, warum fragen die mich sowas? Und dann warum fragen die mich sowas? Genau, was soll das? Das fällt denen ein. Und dann habe ich mich auf Social Media umgeguckt und habe gedacht, ja, deshalb. Das ist ja auch ein Coping-Mechanismus, ne? Also, dass Leute ganz stroff oder ungehalten reagieren auf andere. Also, ja, und, voll. Ja, und das hat mir total geholfen. Also, wenn man da so ein bisschen sich beteiligen möchte oder sich das mal angucken möchte, das ist nicht nur, glaube ich, für die interessant, sondern auch für einen irgendwie selber ein ganz guter Rahmen, den man sich damit geben kann. Aber jetzt habe ich so viel gequatscht. Wir wollen noch mal was anderes, oder? Ja, ich wollte noch zu Corona, sagen, hier, die Mai ist wieder da. MyLab ist zurück. So, ja. Heute. Also jetzt ist nicht nur die Frage, habt ihr schon den Drosten des Tages gehört, sondern habt ihr schon das neue MyLab-Video von heute geguckt? Falls nicht, tue ich es euch mal hier in den Chat rein. Das Video ist halt leider sehr sehenswert, weil es nicht so viel richtig gute Nachrichten mitbringt. Ja, aber es gibt, also mir persönlich hat es einen guten Rahmen gegeben, ne? Weil es mal so aufzeigt, wie die Perspektiven sind, egal wie sie sind. Ja, ganz auf ihrer alten Höhe, super. Ja, guter Hinweis. Wir hatten ja irgendwie auch so bei der allerersten Folge das fast als Running Gag, dass wir gesagt haben, wir sind die Schwangerschaftsvertretung oder so. Von Mai, stimmt ja. Von Mai, genau, genau. Und jetzt ist sie zurück. Und, verdammt, da müssen wir jetzt aufhören, oder? Ja, alten Stärke. Ja. Gut. Ja, wollte euch auch mitnehmen in ein Thema, aber mir ist, was dieses Corona-Thema angeht, ist auch was an mir vorbeigelaufen, was ich doch mal mit euch heute hier ausprobieren wollte. Und zwar dachte ich mir, wir machen ein kleines Experiment der Woche. Und das ist sozusagen ein Bastelexperiment. Und ihr habt ja jetzt gesehen, es nähen jetzt alle möglichen Leute Masken. Und da ich überhaupt nicht nähen kann, habe ich jetzt mal hier was vorbereitet. Und ich schiebe jetzt mal hier so ein bisschen die Kamera von mir weg. Oh ja. Guck mal so, dass ich das hier ein bisschen runterklappe. So, warte, ich mache dich mal groß, damit wir das alle dich sehen. Moment. So. Ich mach mich mal groß. Du bist groß. Genau, beziehungsweise ihr seht jetzt hier meinen Tisch. Hier sitzt normalerweise mein Vierjähriger und schlabbert sein Müsli hin. Und ich habe euch hier also ein Stück Stoff mitgebracht. Das Stück Stoff ist jetzt hier doppelt gelegt, damit es so einigermaßen hier in diesen Bildausschnitt passt. Es ist aber so ungefähr eine Elle lang. Also das ist hier für mich jetzt mal die, ich hätte das auch messen können, aber so, dass ihr ungefähr wisst, wie lang dieses Stück Stoff ist. Und es ist jetzt, wie gesagt, schon einmal hier doppelt gelegt. So. Und jetzt machen wir also eine Bastelanleitung. Wir legen es noch ein zweites Mal, falten es und legen es noch ein drittes Mal und falten es zu einem so langen Wust. Und dann haben wir hier zwei Gummibänder, die wir hier aufziehen. Und zwar ungefähr so auf jeweils einem Drittel der Länge werden die hingelegt. So. Hier haben wir jetzt zwei Gummibänder. Und jetzt wird also das hier von beiden Seiten so eingeklappt. Und dann muss man das hier irgendwie gut ineinander verschachteln. Es gibt da bestimmt noch bessere und schlauere Möglichkeiten. Aber das ist jetzt hier mal so ganz einfach zusammengelegt. Und dann sieht es also so aus. Und dann
Boah, komm mal wieder zurück. Dann ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass das, was ich eben geprobt habe, ich ohne Headset geprobt habe. Dann musst du es abnehmen. Jetzt muss ich mal ganz kurz sowohl die Brille als auch das Headset abnehmen. Und ich höre euch dann nicht mehr, aber ihr seht mich noch. Ich lege mal das Mikrofon hier so hin, dass man es vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen hört. So, und jetzt können wir also das hier so als Brille aufsetzen, als Maske. Und man kann sogar hier das so ein bisschen so auseinanderziehen. Ach, Wahnsinn. So. Ach, witzig. Und jetzt haben wir also hier eine sehr einfach gebastelte Maske gebaut. Ah, Wahnsinn. Das ist sozusagen die quick and dirty ungenähte Lösung. Wahrscheinlich ist es nicht so stabil, aber es ist sehr einfach zusammenzulegen. Ja, das ist ja mega. Also ich habe noch keine Anleitung gesehen, die tatsächlich das so hinkriegt, ohne dass man Näharbeit machen muss. Das geht doch bestimmt auch mit Haargummis. Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit diesen Haushaltsgummis so besonders angenehm ist. Hört man mich eigentlich hier durch? Ja. Ja, bestens. Aber kann man noch durchatmen? Weil das erschien mir ein paar sehr viele Lagen. Ja. Da hat auch schon jemand gefragt. Ja, genau. Es sind relativ viele Lagen. Vielleicht ist auch der Stoff ein bisschen zu dick. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich beim Supermarkt einkaufen getestet oder so. Aber ich wollte erstmal diese Bastelerfahrung mit euch teilen. Mhm. Ja. Aber ich nehme es jetzt nochmal ab. Cool, cool. Hm. Gibt es das irgendwo als Anleitung im Netz oder so? So als Faltanleitung? Oder? Ja, soweit. Also ganz, ganz einfach. Gibt es das als Faltanleitung im Netz irgendwo auch? Ja, ich habe einfach einen Tweet, den ich gleich nochmal aus meiner Timeline rausziehen kann. Ah, Maipenlei klippt es uns. Die macht uns unseren ersten Forschungsstrom-Clip. Oh, cool. Nee, irgendeinen Clip hatte schon einer mal gemacht bei der ersten Ausgabe oder so. Ah, okay. Aber gut. Ich suche noch mal gerade diesen Tweet, dieses Video, das war ein GIF. Ah ja, hier habe ich's. Okay. Das kopiere ich noch mal hier in den... wo habe ich den Chat? Da. Ja, und Maipenlei sagt es ganz richtig, wenn ihr Maske tragt, verdeckt auch eure Nase. Ja, bitte. Ja. Genau, also das GIF in dem Tweet oder das Video, das macht das natürlich sehr viel professioneller und nicht so geömmelt wie ich, aber die Tatsache, dass auch jemand wie ich das hinkriegt, sollte es ermöglichen, dass ihr auch euch eine Maske basteln könnt, wenn ihr denn wollt. Hm. Ja, weil oder wie Maipenlei es genau formuliert, ich sehe mich um und merke, wir EuropäerInnen sind schlutzige Anfänger an Masken tragen. Sehr schön formuliert, ja. Oh ja. Ja, also ich habe ja auch aufgrund absoluter Nähinkompetenz, ja, also ich besitze, glaube ich, vielleicht irgendwo noch eine Nadel und einen Faden, aber damit umgehen könnte ich nicht, habe ich ja auch so meine Lösung, die im Moment so funktioniert. Kennt ihr diese Sport- Loops, die man so, mit denen man auch so ein Kopftuch machen kann, einfach so schlanke Schläuche aus dünnem Stoff. Ja, ja. Die sind auch dafür gemacht, dass man sie sich über Nase und Mund zieht, wenn man Fahrrad fährt oder läuft. Und das ist jetzt im Moment so die Alternative. Aber der Stoff weicht natürlich deutlich schneller durch als so ein fester, wie du ihn jetzt hast. Ja. Und der ist auch nicht so gut zu tragen. Ja, also ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht länger probiert. Mag sein, dass das alles Quatsch ist, aber man kann es mal ausprobieren. Mhm. Ja, das war sozusagen mein Zwischenexperiment und vielleicht machen wir auch jetzt eine neue Rubrik auf, irgendwie. Henning bastelt. So. Henning bastelt oder so, könnt ihr ja auch gerne mitmachen. Ich hatte, Quarantäne basteln. Hatte schon vorher Claudia mit der Anforderung behelligt, ob ich noch eine weitere Kamera hier zuschalten kann, um mit einem Smartphone hier noch zusätzlich reinzuströmen. Aber das mit dem Deckel runterklappen war jetzt irgendwie das Allerste. Das hatte was total, weil du einfach so die Kamera runtergeklappt hast und dann war dann deine Technik, also. Hm. Ne? Großartig. Genau, aber ich wollte euch noch mitnehmen und zwar hatte ich ja versprochen, dass wir jetzt also einen persönlichen Ausklang finden und deswegen würde ich dich bitten nochmal, Claudia, den jetzt getwitterten Link nochmal aufzumachen und uns das Foto zu zeigen, weil wir in groß gerne, was in dem Tweet drin steckt, das Foto auch gerne groß machen. Und
das visualisiert halt eine Sache. Wir stehen jetzt gerade vor einer großen Herausforderung, die Curve zu flatten. Aber, und da kommt halt noch eine nächste Curve, die eigentlich auch geflattet werden sollte und müsste. Und ja, ich nehme gerade diese Diskussion sehr interessiert wahr. Also wir haben bis vor wenigen Monaten haben wir ganz viel über Klima gesprochen und die Gefahren, die das für die Gesellschaft, unseren Planeten und die ganze Menschheit bedeutet. Und endlich, in meiner Wahrnehmung, hatten wir mal einen Resonanzraum in der öffentlichen Wahrnehmung geschafft zu erreichen, der ja, also mir zumindest den Eindruck vermittelt hat, dass da jetzt wirklich mal endlich, wenn auch fast schon viel zu spät, aber doch was passieren könnte. Und jetzt haben wir berechtigterweise erstmal akut andere Sorgen. Ich sehe aber auch so ein bisschen die Gefahr, dass halt ja, dass das Thema Klimakrise jetzt irgendwie ein Aufmerksamkeitslevel abrutscht und ja, es ist sicherlich auch kein Wunder, dass es passiert. Die Politik zum Beispiel muss sich jetzt auch akut damit beschäftigen, irgendwie akut Menschenleben zu retten. Aber, das finde ich, symbolisiert dieses Bild sehr schön, auf der Zeitskala kommt halt auch nochmal eine noch größere Welle auf uns zu. Und ich will gar nicht sagen, dass man jetzt irgendwie die eine Krise gegen die andere Krise abwägen oder ausspielen oder verrechnen müsste oder so. Aber ich sehe schon, wir müssen uns jetzt auch Gedanken machen und ich finde, das macht auch Fridays for Future gerade und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich auch ein bisschen bei Scientists for Future in der Social-Media-Kommunikation mit dabei bin. Da werden jetzt halt auch viele Gedanken geteilt, irgendwie ausgetauscht. Was kann man machen, um, nachdem wir jetzt es hoffentlich dann irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten und wenigen Jahren geschafft haben werden, diese akute Krise zu überwinden, daraus auch was mitzunehmen, um ja auch eine Menschheitskrise, vor der wir stehen und die potenziell noch größer ist, weil sie ja den ganzen Planeten und die ganze Menschheit gefährdet, ja, sinnvoll anzugehen. Und ja, ich habe gesagt, ich würde ein positives Thema zum Ausgang machen. Ich muss euch sagen, ich habe euch angelogen, weil das habe ich überhaupt nicht. Ich habe natürlich keine Lösung für irgendwas. Sondern die, wir hatten in der Sendungsvorbereitung gesagt, okay, da macht Henning ein schönes Thema zum Ausklang, ne? Nach den ganzen... Genau, mach doch mal was weniger. Ja. Ja. Genau, und es ist einfach schlichtweg gelogen, ich habe das nicht, das positive Thema, aber ich wollte das Thema Klima ein bisschen spielerisch mit euch angehen und ich würde dich bitten, Claudia, in der Ansicht, dem großen Fenster zu bleiben und chatte jetzt nochmal einen neuen, weiteren Link. Denn die Frage ist ja, was passiert eigentlich so mit dem Klima? Und es gibt ja diese Klimaszenarien und wenn du diesen neuen Link mal aufmachen kannst, das ist also ein ja, so eine Art Dashboard, wie man das jetzt vom RKI und John Hopkins und so weiter kennt. Und das hier ist halt ein Klimadashboard. Und das zeigt halt oben rechts mit dieser plus 4,1 Grad, zeigt das halt an, wie warm es bis Ende des Jahrhunderts wird. Und das ist so eine Art Was-wäre-wenn-Maschine. Also En-ROADS nennt sich das. Und da kann man jetzt ein bisschen rumspielen. Und ich dachte mir, wir könnten vielleicht mal gemeinsam ein bisschen rumspielen. Denn es ist ja laut Paris-Abkommen eigentlich so gedacht, dass wir auf maximal 1,5 Grad Erderwärmung landen wollen, wenn möglich sogar noch darunter, also vielleicht 1,25 Grad oder so, um das Schlimmste zu verhindern. Und da kann man jetzt zum Beispiel mal interessante Sachen machen. Ich würde, also wir haben unten haben wir so Regler, in drei großen Bereichen, also Energie, Transport und Land und Industrie. Und da könnten wir mal ein bisschen rumspielen. Also ich habe zum Beispiel links angefangen, mal rumzuspielen. Ganz oben links unter Energy Supply ist Coal. Und der steht jetzt auf Status Quo. Vielleicht kannst du den mal da ganz nach links schieben zum Beispiel. Bitte. Und dann können wir mal sehen, was dann passiert. Und gar nicht so viel. Genau, also wir machen halt jetzt eine hohe Steuer auf Kohle. Und kriegen damit also 0,3 Grad geschenkt irgendwie. Dann gehen wir von 4 auf 3,8 runter. So, dann kannst du vielleicht auch nochmal, wollen wir nochmal das Öl auch besteuern?
Kannst du auch mal voll besteuern, bitte, das Öl? Da passiert ja gar nicht so viel. Ne? Man wundert sich so ein bisschen, ne? Mhm. Und dann, wenn wir das also voll besteuern, dann landen wir irgendwo jetzt hier bei 3,6 Grad. Also du musst vielleicht schön mal, kannst du mal alles auf Anschlag stellen, hier Natural Gas auch mal voll besteuern, bitte. Wir müssen jetzt mal richtig hier Paris erreichen. Ich will mal richtig auf 1,3 Grad runter. So, also genau, Bioenergie getext. Genau, der Carbonpreis, der bringt richtig was. Kannst du den nochmal genau? Oder war das? Also ich habe jetzt alles auf volle Power. Ja. Bioenergie habe ich jetzt runtergefahren, weil Highly Taxed soll es ja nicht sein gerade. Was ich auch interessant fand, Nuklear ist eigentlich so gut, bringt so gut wie gar nichts. Kannst du mal Nuklear, kannst du mal hoch oder runter schieben. Aber Renewable auch nicht. Ich habe jetzt Renewables mal. Bringt auch nichts. Aber bei Nuklear passiert auch nichts. Genau, und das fand ich auch, auch mal ganz interessant, weil ja auch gerne gesagt wird hier, Nuklear bringt es irgendwie. Es ist halt auch nur wirklich ein kleiner Teil aus dem Stromsektor, den man damit halt machen kann. Und gesellschaftlich akzeptiert ist es ja eh nicht. So, also wir haben jetzt nur im Energiesektor rumgespielt und sind von 4,1 auf 2,6 Grad runter. Das ist schon mal eine Menge, aber wir sind noch lange nicht bei Paris. Wir müssen jetzt mal in den Transportsektor gehen und müssen mal die Effizienz hochdrehen. Also, da fragt auch gerade jemand, was die Datengrundlage ist. Also, ja, das ist eine gute, sehr gute Frage. Das ist halt irgendwie ein Tool, was, glaube ich, vom MIT irgendwie, ja. Irgendwie auch mit gemacht worden ist. Und ich habe mir die Datengrundlage nicht angeguckt, aber ich habe das so wahrgenommen, dass das verlässlich ist. Aber genau sagen kann ich es nicht. Und gibt es eigentlich zwischen den Dingen eine Wechselwirkung? Ich habe das jetzt gerade nicht genau beobachtet. Also, dass wenn ich sozusagen einen Energiesupply hochdrehe, dafür ein anderer automatisch sinkt? Oder muss ja. Genau, also du musst ja, ich meine, du hast ja halt einen konstanten Energiebedarf und dann wird halt immer was anderes gegengerechnet. Genau, also du siehst dann, wenn du eine Kurve schiebst, dann fliegt die andere mit irgendwie. Ne? Ja, verstehe. Achso, dieses New Technology, das habe ich, glaube ich, rausgenommen, ehrlich gesagt, weil das ist wahrscheinlich so die Hoffnung, es gäbe jetzt, also innerhalb des Energie-Supplies, da gäbe es einen huge Breakthrough, das hatte ich, glaube ich. Ändert aber auch nichts an der Zahl. Ändert auch nichts, sehr gut, okay. Okay. Ja gut, dann lass doch nochmal die Energieeffizienz im Transport irgendwie auf supergeil drehen, bitte. Und bei den Buildings und Industry. Dann sehen wir mal, was wir alles machen müssen. Also die Lessons Learned für mich ist irgendwie, wir müssen an allen Stellen super krass viel machen. Oh, das hat was gebracht, ja. Also ich habe ja jetzt total Schiss, auf den Population Growth zu klicken. Ja, den habe ich, glaube ich, auch unberührt gelassen. Da landet man dann immer gleich in so ethischen Diskussionen. Ja, aber es bringt auch nichts. So, also lassen wir das. Aber bei Economic Growth kann man natürlich schon was tun. Aber das ja, da habe ich auch gerade gedacht, das ist auch so ein bisschen was wir ja gerade erleben irgendwo so in Corona-Zeiten, dass irgendwie, wenn du eine Rezession hast mit Krise, dass dann die Flüge runtergehen und so, dass dann der Verbrauch runtergeht, die Luft sauberer wird, in Venedig man wieder im Kanal schwimmen könnte oder so. Mhm. Klar. So, das wäre nochmal eine interessante kleine Variante, nicht? Dass man auf den Knopf drücken kann und sagt, so, und jetzt zeig mir eine Pandemie oder so. Ich meine, ist ein bisschen zynisch, aber also dass man sozusagen voreingestellte Szenarien hat, die auf alle möglichen Faktoren kurzfristig eine bestimmte Auswirkung haben oder so. So, jetzt können wir noch da beim Land Use, genau, was richtig, glaube ich, was gebracht hatte, war Methan runterfahren. Also das hieß ja wahrscheinlich irgendwie. Methan ist natürlich noch viel effektiver als Klimagas. Irgendwie, das hat, glaube ich, irgendwie auch schon mal irgendwie jetzt hier 0,4 oder so Punkte gebracht. Und jetzt kommen wir so Richtung 1,5 Grad. Aufforstung hat, glaube ich, gar nicht so richtig viel gebracht. Kannst du auch nochmal hochdrehen, bitte? Mhm. Ja. Und dann aber was richtig, wo man richtig nochmal drehen kann, ist der Carbon Removal nicht nur durch Aufforstung, sondern auch durch Technologie. Und wenn du die beiden Schalter nochmal hochdrehst, dann sehen wir, dass wir da also dann Richtung 1,5 oder halt auch wirklich zu diesen 1,
Ach so, oh, jetzt sind wir schon bei 1,0. Als ich, heute Nachmittag damit rumgespielt habe, war ich nur so bei 1,3 gelandet. Also, da hatte ich vielleicht irgendwas anderes nicht ganz so krass reingeredet. Aber man sieht halt schon, wenn wir wirklich dieses Paris-Ziel von 1,5 oder möglich drunter machen wollen, dann ist es nicht mit mal hier so ein bisschen Schräubchen und da mal so ein bisschen Schräubchen, sondern wir sprechen wirklich über einen krassen Wandel und eine krasse Veränderung. Der Grundtechnologie und auch der Grundlagen unseres Wirtschaftens und Handelns. Und da sehe ich jetzt auch nochmal wieder so ein bisschen den Vergleich zu Corona, dass wir jetzt in der Corona-Krise gerade merken, dass wir alle wirklich unser komplettes Handeln verändern müssen, um irgendwie sicher zu bleiben. Und diese Bereitschaft habe ich bisher in der Klimakrise in unserer Gesellschaft nicht so richtig gesehen. Dazu sozusagen zu wirklichen, richtigen, krassen Veränderungen, wo man aus meiner Sicht auch wirklich mal über Verbote nachdenken muss. Also ich weiß, das wird dann gerne irgendwie gerade auch im politischen Diskurs wird das dann manchen Parteien irgendwie auch gerne als Verbotspartei irgendwie ausgelegt und negativ angelastet. Aber ich frage mich wirklich, ob man nicht auch über sowas wie Inlandsflugverbote in so kleinen Ländern wie Deutschland mal nachdenken muss. Und wir müssen wirklich diesen Planeten retten und müssen wirklich auf dieses Paris-Ziel runterkommen. Und dieses Dashboard hier zeigt mir, dass wir wirklich alles auf Anschlag drehen müssen. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz mindblowing an der Stelle. Absolut. Und wo du jetzt gerade die Inlandsflüge ansprichst, Aaron hatte vorhin gefragt, ob denn nicht die aktuelle Situation, also was wir aktuell hier machen oder global auch machen, nicht auch Auswirkungen hat. Also ich meine, natürlich nicht langfristig, aber dass jetzt natürlich im Moment fast keine Flüge passieren. Aber es ändert natürlich nichts an Coal, es ändert nichts an erneuerbaren Energie, es ändert nichts an Öl. Ja, also das bleibt natürlich alles. Und wenn ich sehe, wie wenig sich dadurch irgendwelche Schieberegler verändert. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist auf jeden Fall so aus so einer Wissenschaftskommunikationsbrille eine interessante Idee, nicht? Es ist so ein spielerisches Arbeiten mit so Prognosemodellen und dem, was da so drin steckt. Und man kann sich das selbst vor Augen führen und verschiedene Szenarien, die man selbst erwägenswert findet, so ausprobieren, wie man sich das selbst denkt und so. Das ist schon ziemlich pfiffig. Schön gemacht, ja. Genau, und das ist jetzt hier sozusagen die gesamtgesellschaftliche Perspektive. Und wenn wir über Klima und Klimaschutz reden, dann nehme ich immer so zwei Diskussionsstränge wahr. Das eine ist sozusagen, was ist gesamtgesellschaftlich los, also wie ist unser Energiesystem aufgebaut, und das sind auch so Grundlagen, an denen ich als einzelner Mensch höchstens durch meine Stimmabgabe bei der Wahl alle 4 Jahre irgendwie mitbestimmen kann, aber es sind schon halt grundsätzliche Sachen, die die Politik vorgeben muss, also ob jetzt eine Kohle-CO2-Besteuerung oder ein CO2-Preis kommt oder nicht und wenn ja, in welcher Höhe. Das andere ist so ein bisschen die persönliche Perspektive, die sicherlich auch wichtig ist und wo man sich auch mit beschäftigen kann, die aber aus meiner Sicht manchmal auch ein bisschen als eine Ausrede benutzt wird, wenn man immer das Problem auf die einzelnen Leute verlagern will. Natürlich ist es eine Frage, ob man selber viel Fleisch isst, was viel Methan erzeugt, oder ob man vegetarisch oder gar vegan lebt, was halt einfach nachhaltiger ist. Natürlich ist es eine Frage, ob man einmal im Jahr irgendwie einen Langstrecken- oder auch nur einen Mittelstreckenflug machen muss oder irgendwie von Berlin nach Frankfurt fliegen muss für ein Meeting. Das sind natürlich auch einzelne Fragen, aber es sind auch Dinge, die der Einzelne nicht mitbestimmen kann. Aber was der Einzelne schon machen kann, ist sich selber mal bewusst sein werden über seinen oder ihren eigenen CO2-Fußabdruck. Und da kommt jetzt der nächste Link, Claudia, den ich dich nochmal bitten würde, zu öffnen ins Spiel. Das ist der CO2-Rechner vom Umweltbundesamt. Also es gibt mehrere CO2-Rechner online. Aber das ist einer, dem man, denke ich, vertrauen kann, den wo ich sozusagen auch für mich persönlich einfach mal was gut ausprobieren konnte. Mhm. Und
Ja, also da könnten wir uns jetzt einmal so durchklicken und da sieht man dann sozusagen die persönliche Perspektive. Und wenn du da auf den auf den grünen Button einmal klickst, dann kann man jetzt hier, also ich weiß nicht, hast du mich gerade gefragt, wie viel ich wiege? Dann nehmen wir mich. dann nehmen wir mich. Also ich bin über 40 und wenn ich gut drauf bin, wiege ich so 85. Okay, Anzahl der Personen im Haushalt. Vier Personen im Haushalt. Ja, Wohnfläche. 100 Quadratmeter. Mhm. Baujahr. Noch vor 78 unrenoviert. Ja, ui. Auto? Nee, ne? Nee, Auto nein, genau. Und das ist auch ganz... ÖPNV? Das bringt auch wirklich was. Ja, eigentlich nicht, weil ich ja eigentlich Fahrrad fahre. Mhm. Flugreisen 0 und 0, genau. Das merkt man richtig nachher bei der Auswahl, bei der Vergleich mit dem Durchschnitt, dass das wirklich was bringt, nicht zu fliegen und kein Auto zu haben. Mhm. Genau, dann kannst du mal weitergehen. Achso, du bist jetzt hier ein bisschen verzögert. Genau, und dann, man kann jetzt alle diese, da sieht man schon mal sozusagen jetzt eine ganz grobe Grobabschätzung. Man kann, wenn man nachher über die Reiter geht mit Heizung und Strom und Mobilität und Ernährung und so, kann man das alles noch sehr detaillierter einklicken. Aber er hat jetzt erstmal, gibt einem schon mal so eine grundsätzliche Gesamtübersicht. Also da kannst du dann noch sagen, was hast du für eine Heizung, was hast du für eine Dämmung, Mobilität, da kannst du deine Fahrzeuge anklicken. Ich konnte leider meine Fahrräder nicht eintragen, weil unter Mobilität irgendwie nur irgendwelche Verbrennerautos leider verstanden werden. Du kannst deinen Stromverbrauch, den er jetzt nur so abschätzt aufgrund der Personenanzahl, kannst du genau angeben, wenn du den kennst oder in deiner Abrechnung, Jahresabrechnung den wiederfindest. Du kannst bei der Ernährung einstellen, ob du halt viel Fleisch, wenig Fleisch, regional, saisonal isst oder nicht. Das kann man alles eingeben. Ich kann auch empfehlen, das mal zu machen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nur so halb detailliert bei mir durchgeklickt. Aber was man hier in der Übersicht halt schon mal sieht, ist, dass wenn du einfach nur alles auf Default klickst, aber mal sagst, dass du kein Auto hast und nicht fliegst, dann bist du schon mal deutlich unter dem Schnitt eines Durchschnittsdeutschen. Ne? Und der Durchschnittsdeutsche hat 11,6 Tonnen Verbrauch CO2 pro Jahr. Und ich bin jetzt hier irgendwo so bei 8, irgendwas. Wenn du jetzt das nochmal neu machst und sagst, du fliegst und hast ein Auto und fährst so und so viele Kilometer, dann bist du halt ziemlich schnell bei dem durchschnittsdeutschen Menschen angelangt. Es ist aber auch interessant, du kannst auch mal versuchen, das so auf so ökologisch wie nur irgendwie möglich zu stellen. Und du hast das bestisolierte Haus. Du bewegst dich überhaupt nicht fort, du isst nur vegan und saisonal und regional. Du schaffst es nicht halt unter ein Level, ich hab den jetzt nicht reproduziert, aber ich sag mal so, vielleicht sind es 4 oder 5 Tonnen. Da schaffst du es nicht, drunter zu kommen als Deutscher, weil du halt da werden halt solche Dinge wie die Industrie läuft und die Straßen werden gebaut und die ganze Grundstruktur muss am Laufen gehalten werden. Das wird halt auch auf jeden Einzelnen umgesetzt und umgelegt. Ja, und Anja Lorenz sagt halt, das auch. Das desillusioniert, was man individuell leisten kann. Genau, und das finde ich halt ganz interessante Erkenntnis, und das war das eben, was ich eben meinte mit Blame it on the Einzelperson, ist nicht nur hilfreich. Also natürlich ist es wichtig, sich selber Gedanken zu machen und auch selber zu sagen, muss ich jetzt wirklich dahin fliegen? Ja. Gut, im Moment ist eh alles Ausnahmesituation, aber es war auch vorher eigentlich schon die Frage, ob das wirklich, wirklich sein muss, da irgendwie für ein Wochenende in den Oman zu fliegen. Und selbst wenn ich das unterlasse, kann ich es eigentlich nicht schaffen, auf die Menge CO2 zu kommen, die für den Planeten nachhaltig wäre. Da habe ich immer so diese Zahl von etwa 2 Tonnen CO2 pro Nase im Kopf, die halt jeder Mensch auf der Erde bei unserer Bevölkerungsanzahl halt irgendwie machen könnte, damit wir irgendwie Paris einhalten. Ne? Und das ist halt eine spannende Erkenntnis und es soll einen nicht abhalten, davon selber zu sparen, aber es zeigt auch, wie sehr wir die Politik weiter kitzeln müssen, die gesamtgesellschaftlichen strukturellen Lösungen zu machen.
Nee, also von der Message her finde ich es auch sehr schön, sehr interessant auf jeden Fall, ja. Mir fällt zu deinem ersten Beispiel, Henning, etwas ein aus den 80ern. Die Älteren hier in der Runde werden sich vielleicht auch erinnern. Und zwar gab es mal ein Planspiel in Form eines einfachen Gesellschaftsbrettspiels von dem Zukunftsforscher Friedrich Fester Anfang der 80er Jahre, Ökolopoli. Kennt das noch jemand? Ich Nee. schick mal, ich habe gerade gesehen, es gibt einen Wikipedia-Artikel darüber auch. Ökolopoli, das Ja, klingt ja, okay. also für Wissenschaftskommunikationsforscher, die die Geschichte der Wissenschaftskommunikation erforschen, vielleicht wäre das mal ein Thema, das zu vergleichen mit diesem Dashboard. Bei Ökolopoli war der Gedanke, dass man, interessanterweise kann man entscheiden, ob man bei einer hochentwickelten Nation oder einem Entwicklungsland anfängt. Und dann kann man pro Spielrunde bestimmte Faktoren beeinflussen. Also man kann so Punkte verteilen. Also will man jetzt die Aufklärung der Bevölkerung erhöhen oder will man die Transportwege ausbauen oder also so, weiß ich nicht, so eine gefühlten Dutzend Sachen, die man beeinflussen kann. Und dann gibt es so ein Papierrad, an dem man dreht. Also wir reden von den 80ern, ne? Später wurde daraus nochmal ein Computerspiel gemacht. Und da dreht man dann irgendwie dran und dann es ist so eine Art Papierrechner, der dann ausrechnet, wie sich ein bestimmter Faktor auf die anderen Faktoren auswirkt. Und da war der Effekt, ich hatte das damals ein, zweimal gespielt, so eine ganz vage Erinnerung, aber vielleicht ja, müsste man nochmal wieder auffrischen. Da war der Effekt, dass man sich wunderte, dass man ja relativ safe so ein paar Sachen, die doch offensichtlich gut sind, mal anstupsen kann, aber ob der Komplexität des ganzen Systems die ganze Balance sozusagen durcheinander gerät und Sachen, die auch wichtig sind, darunter leiden oder so. Also eine andere Message und ein anderes Ding, aber es hat vielleicht nicht nur formal eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ersten, dass sich im Nachhinein jetzt nochmal anzugucken, was dieses Ökolopoli war. Und das war ziemlich bekannt. Also das war, hat sich in gewissen Kreisen großer Beliebtheit erfreut. Es gab einen großen Spieleverlag, Ravensburger, der das, also anfangs war das nur eine Beilage zur Zeitschrift Natur oder so. Und Ravensburger hat es dann aber richtig als Spiel rausgebracht, ja. Also das war, hat irgendwie einen Nerv getroffen zur damaligen Zeit. Naja. Habe ich Krass. tatsächlich noch nie von gehört. Nee, Wahnsinn. echt, ja. Halt nicht deine Zeit, Claudia, ne? Aber Nee, 80er, da wurde ich gerade geboren. So. ja, großartig. In der Offline-Welt gab es das auch schon. Ah, okay. Ich würde jetzt tatsächlich total gerne mal dieses Spiel vor mir sehen, also wie das aussieht. Aber das werde ich nachher mal googeln. Das ich Ich habe sehe. es leider nicht in meinem Schrank. Es gab eine irgendwann dann, das erzählt auch der Wikipedia-Artikel hier. Es gab irgendwann eine Computerversion, aber ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist das Computerspiel davon wiederum so alt, dass man irgendwie Computerspiele, Historiker, Archivare darum bitten müsste, das wieder zum Laufen zu bringen. Ja, genau. Also wo ich antiquarische Bücher kaufen würde im Internet, wüsste ich ja, aber wo kaufe ich denn Spiele. Brettspiele im Internet? Ja, du brauchst einen Emulator wahrscheinlich, um irgendwie Windows 95 für Ja, das aber Ach, auch das meine, die Papier, genau. Hardware-Version will ich Ach kaufen. so, Gibt es ja. denn kein Will ich meinen Kindern die Hände schmieren. Zentralverzeichnis archivarischer Spiele? Gibt es das Ne? nicht? Habe ich auch gerade gedacht. ZVAS. Ja, genau. Großartig. Ja, Wahnsinn. Kannte ich echt nicht. Klasse. Ja, das war sozusagen mein dystopischer Ausblick, wo ich euch eigentlich versprochen hatte, mit was Positivem auszusteigen. Aber ich habe euch volle Kante angelogen. Okay. Hat geklappt, Henning. Ja, genau, voll. Aber Mr. Prosser hat gute Nachrichten. Bei eBay Kleinanzeigen kriegst du es für 129 €. Was? Alter! Ist das mal, ja. Ist das in Klopapier eingewickelt oder was? Deswegen ist das so teuer. Ja, mit Nudeln bestreut. Oder Ah, hier dann bei ein Amazon paar für Tage mit 36, das geht Bartspeicher. doch noch.
Okay. Bei uns ist ja auch Hefenotstand. Mein Sohn hat heute unsere halbe Hefe hier durch die Küche geschmissen. Also das ist hier... Verschwendung. Wie Goldstaub zerronnen, ja. Also da sind mir bei Twitter auch schon Anleitungen zum Hefe-Selbstbau über den Weg gelaufen. Nächste Folge, Lambert. Weißt du, was dein Experiment der Woche ist? Genau. Dann richte ich meine Kamera auf den Tisch hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nein, Hilfe. Okay, ja, super. Aber das war, also jetzt fand ich es ja doch einen interessanten Abschluss. Also mit Ökolopoli habt ihr mich gekriegt. Ja, und ich war diesmal auch wieder sehr angetan von der Aktivität im Chat. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, hey, jetzt musst du auch mal wieder reagieren, aber wie soll man das alles hinkriegen? Zu viele Kanäle auf einmal und so. Nee, echt schön. Ja, super interessante Sachen dabei. Ja, das war doch eine gute Mischung dann. Mhm. Ich ja, würde sagen... Nächste Sendung, wenn Lambert sein Hefeexperiment macht, brauchen wir noch einen Termin für. Ja, genau, wir brauchen noch einen Hefetermin. Ich komme mit dem Hefeweizen am Start bei der nächsten Folge. Das kriege ich hin, das habe ich, aber... Wo waren wir denn jetzt? Wir waren jetzt irgendwie am ersten... Donnerstag im Monat. Im Moment, genau, landeten wir da immer irgendwie drauf. Ja, dann würde ich doch sagen, das... Oder ist jetzt, ich habe ja jetzt schon auch einige Formate, die ich so konsumiere, die jetzt aus Corona-Gründen in einen täglichen Rhythmus gehen. Wollen wir das auch machen? Das ist jetzt aber ganz schön ambitioniert. Also wir könnten es auf einen zweiwöchigen Rhythmus, aber das wäre schon, also... Also ich habe tatsächlich auch schon das Gefühl, ich kann gar nicht mehr alles gucken und mir anschauen und anhören, was es jetzt alles gibt. Weil so ja. viel einfach nicht physisch besucht werden muss, sondern ich kann es mir online einfach holen, dass ich schaffe es gar nicht alles, was mich interessiert. Ja. Ja, ja. Deswegen wäre sozusagen die höfliche Art des Streamens, ist wie beim Maske tragen, wäre eigentlich jetzt nicht die Produktionsfrequenz hochzureiten, sondern eigentlich beim monatlichen Rhythmus zu bleiben, oder? Das wäre eigentlich so ein bisschen höflich jetzt, oder? Oder die andere Variante ist zu spielen, wäre, dass wir sagen, ja, alle zwei Wochen, aber wir werden bei den einzelnen Sendungen etwas weniger ambitioniert und machen... mal so eine kleinere Sache oder bringt ja, oder das nicht, weil was, der Anlauf dann trotzdem immer so hoch ist. Wir setzen ein paar Joker ein und wir hatten ja jetzt auch schon Interessentinnen, die vielleicht auch mal mit reinkommen und vielleicht auch mal ein Thema mitbringen. Ich glaube, die Heidi ist ja auch im Chat. Vielleicht mag Heidi ja nächstes Mal kommen. Oder es gibt noch jemand anderen aus dem Chat, der oder eine andere, die ja Lust hätte, während Aaron schon Ökolopoli zum Laufen gebracht hat. Oh, genau. Das streamst du am Wochenende, oder? Ich wollte gerade sagen, ja, das gucke ich mir auch an. Ja, wenn Aaron, du das streamst, sind wir dabei. Kannst du sagen, was es technisch erfordert hat? Also musstest du also jetzt so eine virtuelle Maschine mit einem alten Betriebssystem an den Start bringen? Oder wie ging das? Naja, kannst du ja gleich nochmal in den Kommentar reinpacken. Genau, das würde mich auch interessieren. Kannst du uns auch oder auf Twitter schicken? Wir finden. DOSBox. Unglaublich. Okay. Wir haben Nerds unter unseren Zuschauern. Das ist. Nicht zu fassen. Aber wenn du streamst, sag uns Bescheid, bitte, wir gucken. Ich will es sehen. Yes. DOSBox, ey, Alter, ich glaube, ich muss demnächst, müssen wir nochmal als Experiment der Woche ein paar alte Batch-Programme unter DOS hier schreiben, oder? Das da hätte ich mal wieder Lust drauf. Ja, für Wissenschaftskommunikationshistoriker der Stream irgendwie Ökospiele in dem Paradigma der 80er Jahre oder in dem der 20er Jahre. Und ich zeige euch meinen Fortran-Code. Ja, ich zeige euch meine Auto-Exec-Butt. A.au. Ja, Wahnsinn. Okay, also machen wir es doch so. Wir treffen uns auf jeden Fall im 7. Ja, das machen wir. Und dann überlegen wir uns, ob wir am 16. oder 23., also so in der Lücke dazwischen, vielleicht mit Anja oder anderen Menschen, die sich gerne bei uns melden können, mal ein Sit-In machen, wo wir vielleicht kürzer Themen vorbringen oder Ideen besprechen oder das planen wir etwas spontaner. Das klingt gut. Wollen wir als optionalen Termin schon mal den 16. meine ich? Ja, das können wir machen. So als eventuell, da machen wir was, und aber nicht so regulärer Forschungsstrom, sondern was anderes. Okay. Oh, Sonderschulformat. Genau, ich schreibe jetzt Forschungsstrom Special Edition. Ui, ja.
So, Special Edition. Ja, es ist so ein bisschen, ich sehe gerade so in meinem Kalender befinden sich noch Termine, die ja auf jeden Fall nicht mehr stattfinden werden. Ich muss mal ausmisten. Oh je, ja, ja. Fort das mit Fortran. Nein, Fortran ist, kann ich super. Ich kann auch noch ein C ohne Plus, Plus und Scharf. Gut. Gut, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir antike Technologien hier besprechen. Ja, Dystopien verbreiten und uns total stressen. Genau. Absolut. Zum Abschluss, Henning, lass uns noch einmal versuchen, das mit dem Abklatschen. Also ich glaube, ich habe jetzt verstanden, dass ich in die Richtung klatsche. Nee, in die andere. Du musst in die andere. Dann mache ich, ja. Muss, oh Gott. An die andere, Henning. Die. In die andere, ach, Henning. Da, so, hier. Yippie. High five, ja. Wunderbar. Und jetzt mach mal in die andere, Henning, dann können wir noch. Vom, genau, super. Sehr gut. Gut. Brauchst du noch eine neue Karte, Claudia? Nee, hast du noch Clubmate oder brauchst du noch eine? Nee, ich habe noch eine halbe Kiste. Ach so, okay. Guckt ihr jetzt noch eine Serie und wenn ja, was für eine? Also Frage an euch im Stream hier und aber auch an euch in den Kommentaren. Jetzt? Oder? Also du meinst jetzt? Ja, jetzt? Jetzt? Ja, ich gucke jetzt noch eine Folge Big Bang Theory. Ich habe die letzte Staffel noch nicht geguckt. Ich muss mal in meinem Podcatcher gucken. Der ist, glaube ich, jetzt auf über 100 angeschwollen. Da muss ich mal mich leeren. Nachhören. Ja. Ja. Und du? Schön. Ich bin gerade bei Peaky Blinders hängen geblieben. Sagt euch das was? Nee. Irgendwie 20er Jahre England Gangs, die verbotenes Glücksspiel machen. Das ist ganz unterhaltsam. Ja, seht mal, ich sehe hier schon ein Mock bauen, dabei Trosten hören. Gronkh, ja. Let's Play. Ah, Gronkh, der große Streamer, ja, okay. Mock bauen und Trosten hören, unglaublich. Ja. The Walking Dead, ja. Ja. Gut, dann. Gut, danke fürs Mitdiskutieren im Chat. Das war wieder sehr unterhaltsam. Und genau, meldet euch, wenn ihr mit uns strömen wollt. Genau, entweder hier über die Nachrichten, über forschungsstrom@gmail.com oder auf Twitter. Aber das ist auch alles unten verlinkt. Erneut herzlichen Dank für die Technik, Claudia. Großartig. Sehr gerne und echt, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach, tschüss.